Also, Jahresrückblick mit Erdgeist, Konstanze, Linus, Frank Rieger und Hackfeed. Cyber, Cyber! Oh, warm werden. Abfahrt! Ja, herzlich willkommen und guten Morgen zum Jahresrückblick, diesmal mit mehr Cyber Cyber, ist ja auch sonst ziemlich in, und mit einer kleinen Änderung in der Besetzung. Wir überraschen ja jedes Jahr mit einer neuen Besetzung dieses Jahresrückblicks. Wir haben einen, soll ich schon sagen, oder später erst, weil der in der Chronologie erst kommt. Wir haben also nicht nur Teil des Sprecherteams heute hier auf dem Podium, sondern einen unserer großen Vorstände. Ja, Vorstand des Herzens natürlich. Ne? Ja. Das möchte ich dazu sagen. Und Prozedere hat sich trotzdem nicht so doll geändert. Wir werden natürlich ein bisschen chronologisch vorgehen, aber nicht nur. Das heißt, wir haben am Anfang mal wieder so einen kleinen Überblick über die Mitgliedschaft, so ein paar Auswertungen aus den geheimen Datenbanken des CCC. Wir können schon mal sagen, dass wir auch dieses Jahr wieder einen Zuwachs an Mitgliedern hatten, und zwar einen nicht unbeträchtlichen. Aber Konstanze, wollten wir nicht mit was ganz anderem erst anfangen? So die Vorstellungsrunde? So ganz exklusiv mal? So wir richtig. Haben dich doch jetzt vorgestellt. Ah, ich dachte euch nochmal. Okay, wir machen eine extra Vorstellungsrunde für Hackpeed. Okay. Hackpeed, sag doch mal was zu dir. Hallo, ich bin der Hackpeed, ich bin das erste Mal da und ich wusste vor 10 Minuten noch gar nicht, dass ich hier sein darf. Das ist natürlich eine dreiste Lüge. Er hat sich seit Wochen vorbereitet und ist ja ohnehin als einer der Vorstände immer gut vorbereitet. Wir sehen auf dieser dankenswerterweise von unserem eigentlich ziemlich fleißigen Office. Ja. Hallo, ich bin der Erdgeist. Ich mache im Club die Datenschleuder. Okay, und ich bin jetzt nach einem Jahr Pause auch wieder mit dabei. Ich bin der Linus. Meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen, Lesen und Computer. Fang endlich an. Ja, das ist auch noch Frank. Also, vollkommen improvisierte Vorstellungsrunde. Also wir sehen die Statistik der Neumitglieder der letzten 12 Monate bereinigt wieder mal um diesen kleinen Peak, den wir immer haben, ganz kurz vorm Kongress, weil das Office, unser sehr fleißiges Office in Hamburg, das noch nicht so richtig erfasst hat. Aber wir machen mal wieder große Raten. Wo kommt dieser Peak daher im Frühjahr, im sehr frühen Frühjahr? Na, ich höre. Ich weiß echt keiner. Die sind noch nicht wach. Ich finde aber, gute Vorsitz ist valide, oder? Natürlich, ganz genau. Also nicht nur, dass wir zu der Strafanzeige gegen die Bundesregierung, gegen die Chefs der Geheimdienste, in- und ausländischer und weiterer Verdächtiger. So geht es aber nicht weiter. Wir haben noch nicht ganz angefangen und ich habe noch nicht einen Satz zu Ende geführt. Entweder ist es Hackbeat oder ihr, die mich unterbrechen. Ey, aber ich meine, echt mal, na gut. Dabei hat Frank gerade extra noch Bonbons verteilt. Ich bin ganz still, weil ich einen Bonbon. Ja, die lutschen noch 20 Minuten. Ich habe vorgelutscht. Jedenfalls war es nicht nur so, dass wir sehr viele Neumitglieder haben, sondern mit Abstand, wenn man mal so blickt auf die Mails, die wir auf allen Kanälen so bekommen, haben wir die allermeisten Zuschriften bekommen. So eine ziemlich angenehme Welle an Flausch, die sich aber so ein bisschen kontrastiert hat mit der Pressedarstellung. Aber wir gehen nachher, wenn wir auf die Strafanzeige nochmal eingehen, darauf genauer ein. Wir wollten sozusagen nur sozusagen Spitzen in der Statistik raten machen. Ihr könnt mal versuchen, die zweite Spitze zu raten. Ich glaube, da könnt ihr nicht drauf kommen. Die muss Hackbeat mal erklären.
Achso, ich schon wieder? Ja, es liegt wohl daran, dass wir hier einen sehr, sehr fleißigen Erferkreis haben, der so einen Bürgernetzverein geowned hat und dementsprechend hat sich das sehr positiv bei uns in der Mitgliederstatistik bemerkbar gemacht. Also ich finde es sehr gut so. Wir haben die einfach übernommen. Genau. Ja. Okay. Ich wollte sagen, der Erfa Paderborn darf sich jetzt geehrt fühlen. Ja, der Erfa Paderborn, den wir aber später nochmal lobend erwähnen werden. Wir sehen hier die Erfas und die mit kleineren Punkten in der Karte markierten Chaostreffs. Und zusätzlich daneben, von euch aus rechts, glaube ich, sieht man sozusagen die Einzugsgebiete, die zu diesen Erfas gehören und die nach wie vor immer noch, also so ein bisschen vorhandenen hellen Flecken auf der Deutschlandkarte. Aber wir sehen da diese Anomalie, da so Richtung Osten. Seht ihr die? Diese Anomalie. Also wir breiten uns weiterhin aus. Wir kommen gleich zu der internationalen Mitgliedschaft. Und wir haben, glaube ich, Hackbeat, sag mal, wir haben zwei neue Erfas, ne, dazu bekommen. Ja. Genau. Also wir erweitern uns sowohl... Sollte ich jetzt darauf vorbereitet sein, auf diese Frage? Ja. Ja. Ich glaube, wir gehen mal weiter zu den Anteil der Aliens. Klick mal, Linus. Also wir sehen, dass natürlich die Mitgliedschaft in den Erfas unterschiedlich verteilt ist. Die großen sind nach wie vor natürlich die in Hamburg und die in Berlin. Und wir sehen, dass München nach wie vor aufholt. Und wir haben noch so eine größere oder zahlenmäßig größere Mitgliedschaft in Köln. Also ich glaube, das ist einfach ganz gut verteilt. Aber die großen Erfas haben natürlich meistens dann auch eine größere Aktivität an Veranstaltungen und so weiter, so dass man da auch schneller mehr neue Mitglieder hat. Aliens, dieser Begriff Aliens, der auf der Folie zu sehen ist, sind halt Mitglieder, die sich nicht einem bestimmten Erfa zuordnen. Es sind, glaube ich, soweit ich weiß, ungefähr 2/3. Ach, steht ja da. 69,8%, also die meisten ordnen sich nicht unbedingt zu. Empfehlen wir aber durchaus wegen der Geldverteilung, denn der CCC e.V. unterstützt ja die einzelnen Erfas. Erfa heißt übrigens Erfahrungsaustauschkreis aus mir unerfindlichen historischen Gründen. Insofern ist es nicht ganz keine schlechte Idee für Mitglieder, die sich gerne einem Erfa zuordnen wollen, das auch zu tun, weil dann die Unterstützung etwa für Miete und so weiter angepasst wird. Okay. Wir sehen auch, dass wir uns international ausbreiten. Hier die Weltkarte, wo man jetzt aber aufgrund der Größe nicht so sehr viel sieht. Deswegen klick mal einmal weiter. Wir sehen sozusagen hier die Mitgliedschaften außerhalb von Deutschland. Und da ist die Schweiz und Österreich natürlich als teilweise oder gänzlich deutschsprachige Länder am größten. Aber wir sehen, es reicht bis Hongkong und so, China, Singapur. Also wir breiten uns da aus und werden auch in Zukunft diese Statistik ein bisschen erzählen. Nee. Möchtest du, weil dann musst du nicht immer sagen, dass ich drücken muss. Nee. Kannst du selber drücken. Ich möchte dieses Gerät nicht. Hier jemand? Okay. Wir haben jetzt mal ein bisschen andere Auswertung gemacht, die wir bisher noch nie hier gezeigt haben, die uns natürlich auch so ein bisschen erschüttert hat. Mit der Verbreiterung der Mitgliedschaft hat sich natürlich auch eine gewisse Diversifizierung in den bei uns angegebenen E-Mail-Adressen gezeigt. Mir war auch nicht klar, dass GMX in der Hacker-Community und der befreundeten Hacker-Community so verbreitet ist. Und Google. Aber es sind doch nur die Burner-Adressen, die Leute angeben, wenn sie so Webforms ausfüllen. Ja, genau. Das ist unsere Hoffnung, dass es hoffentlich nur so diese Einmal-Wegwerf-Adressen sind, aber es war doch überraschend. Immerhin hat sich Posteo an Platz 5 nach vorne gearbeitet. So, man sieht so ein bisschen, dass die Mitgliedschaft eigentlich auch ein ziemlicher Schnitt der Bevölkerung vielleicht ist in Bezug auf ihre Mailadressen, könnte man wahrscheinlich sagen. Also das ist auch nicht so, dass alle CCC-Mitglieder ihre eigenen Mail-Server betreiben. Das ist keine Dazu einzige rufen wir aber auch angesichts der aktuellen Entwicklung auf. Das ist keine einzige Anon-Box-Adresse dabei. Ja, das stimmt. Echt? Na nee, das sind ja nur die mit mindestens 5 Mitgliedern. Möglicherweise haben ja 4 die Anon-Box benutzt, die wir als Club ja als Infrastruktur anbieten. Naja, vielleicht. Bevor wir zu so einer gewissen Statistik der Tweets, die wir dieses Mal gemacht haben, einfach um ein bisschen zu zeigen, welche öffentlichen Aktionen, die wir machen, die meisten
Retweets haben, also die einfach in der öffentlichen Wahrnehmung stärker berücksichtigt werden, haben wir jetzt gleich so eine Top 9. Ich will aber generell noch ein bisschen was zur Pressearbeit sagen. Die Anzahl der Presseanfragen hat leicht abgenommen 2014. Wir haben ja so einen Request-Tracker schon lange, wo insbesondere die Anfragen an presse@ccc.de ankommen. Ich habe jetzt mal den ganzen Spam, Vortragsanfragen, aber auch so Aluhüte-Mail weggelassen und komme auf reine Presseanfragen von 1.838 pro Jahr. Das ist so ein Wert. Und die Leute, die das bearbeiten, sind derzeit 10, von denen etwa die Hälfte wirklich sehr aktiv diese Presseliste bearbeiten und versuchen, Antworten zu finden. Wobei wir natürlich für spezielle Fragen auch immer nochmal an Mitglieder, die sich mit sowas auskennen, weiterleiten. Das ist quasi so eigentlich eine primäre Aufgabe des Presseteams. Dieser RT besteht seit 2006 und die Anzahl der Bearbeiter ist so leicht gestiegen. Unser Presseteam hat sich ja in den letzten 2 Jahren so ein bisschen vergrößert. War eigentlich das erste Jahr, also zumindest seit ich mich erinnern kann, in den letzten so 10, 12 Jahren, dass es nicht eine Erhöhung der Presseanfragen gab. Aber es lag auch ein bisschen daran, dass, zumindest aus meiner Sicht, wir waren so ein bisschen aktiver im selber mehr raushauen. Also über die Kanäle, also vor allen Dingen über Social Media. Und ich denke, wenn ich so die Anfragen durchgucke, dann haben sich so diese irgendwo in China ist ein Bit umgefallen, hat der CCC was dazu zu sagen, Anfragen zum Glück etwas vermindert. Also in den vorigen Jahren war es halt immer so, dass wann immer im Internet irgendwas passiert ist, irgendeine Katze auf irgendein Gebüsch gesprungen ist in irgendeinem Video, dann haben wir halt die Anfragen dazu bekommen, weil es war ja im Internet. Und mittlerweile, und wir sind schon Chaos Computer Club, Internet, ne, eigentlich alles klar. Und mittlerweile hat sich das so ein bisschen reduziert zum Glück. Also die Journalisten haben gelernt, dass wir halt auch nicht zu jedem Unsinn, den wir gefragt werden, was sagen. Und dann häufiger auch einfach mal nicht mal antworten, wenn es halt irgendwie wirklich Quatsch ist. Und ich denke, da setzt dann auch so ein gewisser Lerneffekt ein. Also die Anfragen, die wir bekommen haben zu den Themen, die uns interessieren und zu denen wir was zu sagen haben, sind, glaube ich, prozentual leicht mehr geworden. Also ist ja, der Jahresrückblick ist ja immer auch so ein bisschen Rechenschaftsbericht, aber wir kommen sozusagen zu den inhaltlichen Themen des Jahres natürlich auch noch. Das ist immer so ein bisschen, also ein kleiner, was haben wir eigentlich in der Pressearbeit wirklich gemacht, Block am Anfang. Deswegen kommen jetzt auch die Tweets der CCC-Updates. Twitter-Account ist allerdings jetzt auch schon, glaube ich, ungefähr 2 Jahre eigentlich mehr so ein Dropout geworden. Also es gibt da eigentlich auch keine, also es ist eher so ein Verlautbarungsorgan, einfach schlicht, weil wir die freien Social Media-Netzwerke bevorzugen, also in unserem Fall ist es Diaspora und Twitter und sozusagen nur noch weiterleiten, damit die Nachrichten zwar bei Twitter landen, wir aber den so aktiv nicht mehr benutzen, sondern eben nur noch weiterleiten, automatisiert von Diaspora oder Twitter. Und wir rufen selbstverständlich auch auf dazu, sich freie, also gerade das Federati-Netzwerk ist natürlich da eine gute Wahl. Wir haben trotzdem jetzt mal, einfach weil natürlich die Anzahl derjenigen, die uns auf Twitter folgt, schon deutlich höher ist als bei Diaspora oder Twitter, die sozusagen meist Retweeteten genommen. Wir werden auf die einzelnen Themen eingehen. Ich finde nur, dass diese Top 9 so ein bisschen einen Eindruck darüber machen, welche Themen, die wir über die Jahre so bearbeitet haben, eigentlich so die meiste Aufmerksamkeit gebracht haben. Das war zum einen die Stellungnahme zu der Wunschliste des Bundesnachrichtendienstes jetzt am Ende des Jahres und ihrer Forderung zum Ankauf von Zero Days. Dann der Call für diese Veranstaltung hier, der im Sommer rausging, im Juli. Dann die Unterstützung von Edward Snowden, die Mitgliederversammlung des CCC beschlossen hat. Dazu kommen wir später nochmal. Dann der Blog, der sich mit der Strafanzeige befasst, aber nicht nur die Strafanzeige, sondern auch noch ein anderes Gerichtsverfahren, was wir angestoßen haben, zu dem wir später ja nochmal kommen. Hier sieht man so ein bisschen den Unterschied, wenn wir deutschsprachige und englischsprachige Pressemeldungen machen, die wir dieses Jahr deutlich häufiger zweisprachig gemacht haben. Wenn wir natürlich merken, dass bei manchen Themen einfach ein internationales Publikum da ist und manche eben so ein bisschen urdeutsche Themen sind. Also die Strafanzeige ist natürlich international auch berichtet worden. Dennoch ist, denke ich, eher in der nationalen Presse aufgegriffen worden. Dann, Linus, möchtest du was zu die E-Mail-Pleite und Zalando sagen? Die E-Mail-Witze ziehen immer. Ja, die E-Mail-Witze ziehen offenbar immer.
Das war eigentlich nur so eine Randmeldung. Irgendjemand hatte uns darauf hingewiesen, dass jetzt die Telekom Zalando-Gutscheine, Zalando ist so ein Online-Shop, falls man den nicht kennt. Schuhe sind ja hier nicht so beliebt, glaube ich. Lufthansa-Meilen kriegst du, also es gibt alles. Du kannst, wenn die jetzt, also wenn wir die Preise weiter hochtreiben, ne, dann können wir demnächst alle in Urlaub fliegen. Ja, und kriegen zusätzlich noch eine DE-Mail-Bezahladresse. Ja, ich muss schon zugeben, dass sich über die E-Mail lustig machen auch einfach über das Jahr immer mal wieder Freude macht. Und der Fastgewinner ist, klar, wird jetzt auch nicht überraschen, Porn. Das war am Ende des Jahres der Hinweis, den wir bekommen hatten, dass ccc.de bei manchen Providern in Großbritannien aufgrund dieser sogenannten, dieses Pornfilters oder dieser Zensurliste, die aber natürlich wo uns viele Briten darauf hingewiesen haben, deaktivierbar ist. Der hat dann tatsächlich mit 426 Retweets fast gewonnen. Wir kommen gleich dazu, wer gewonnen hat. Wir werden aber zu dieser Blockierung in Großbritannien später nochmal kommen im Laufe des Rückblicks. Ja, und tatsächlich, also nicht überraschend, das hat man ja schon gesehen an den Neumitgliedern und auch generell an der Flut von Mails, die wir erhalten haben und auch der Menge an Presseanfragen zu dem Zeitpunkt, war das tatsächlich die Erstattung der Strafanzeige, die die meisten Retweets hatte, ja. Genau, also soweit die Übersicht zu Social Media. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, wir probieren da auch öfter mal neue Sachen aus, also wir versuchen mit bestimmten Medien auch anders und neu zu kooperieren, Sachen auszuprobieren, auch mit internationalen Medien. Da wird sich vielleicht im Jahr 2015 auch nochmal die eine oder andere Geschichte entwickeln. Wir arbeiten natürlich an manchen Sachen mal ein bisschen langfristig, also können wir dann auch vorplanen. Dann denken wir uns halt nicht über Nacht eine Pressemitteilung aus, sondern dann haben wir dann einige Tage oder Wochen Vorlauf. Ich denke, das wird sich in 2015 auch so fortsetzen. Ja. Okay, dann gehen wir in Medias Res und fangen mit dem Januar an. Ja, der Januar, das war ja ein sehr kalter Monat. Ihr erinnert euch, 16 Millionen E-Mail-Adressen wurden geklaut. Das BSI hat so eine schöne Adresssammelseite aufgesetzt, wo man sich dann eintragen konnte, um festzustellen, ob die E-Mail-Adresse oder das Kennwort dazu irgendwie in fremde Hände geraten ist. Das war eine sehr schlaue Maßnahme. Uns wurden unsere drei Internetminister vorgestellt. Wir hatten ja ursprünglich mal keinen, haben dann irgendwann damit gerechnet, vielleicht mal einen zu bekommen. Dann hatten wir direkt drei, nämlich Sigmar Gabriel. Als Wirtschaftsminister. Alexander Dobrindt. Der macht ja so Autobahnen, also Datenautobahnen. Ist völlig klar, es ist ein Fachgebiet von ihm, definitiv. Und wer war der dritte? Na, de Maizière. Der durfte natürlich nicht fehlen. Also der Innenminister. In den USA wurde die Netzneutralitätsverordnung der FCC wieder gekippt. Und Andrea Vosshoff wurde Datenschutzbeauftragte. Ja. Von ihr irgendwas gehört? Ja, hat irgendjemand etwas von ihr gehört? Also, sachdienliche Hinweise nehmen wir entgegen. Ja. Also, vielleicht sollte man ein paar Sätzchen dazu sagen. Also, Peter Schaar hat ja als der Vorgänger im Amt letztes Jahr hier gesprochen und ist, glaube ich, auch ziemlich herzlich aus seinem Amt verabschiedet worden. Aber ich glaube, erst im Nachhinein wird einem so bewusst, mit welcher Werf er über die zwei Amtszeiten, die er dieses Amt innehatte, diese Thema vertreten hat. Und ich glaube, das ist einem erst nachher bewusst. Ich glaube, die andere Frage, die man sich natürlich stellen muss, eine ist, wer kriegt die Schuld dafür, dass das Amt so degradiert wurde, denn mit der Besetzung und also dem fortgesetzten Schweigen aus diesem Amt und vor allen Dingen von der Amtsinhaberin ist natürlich auch diese Position, ich glaube, nachhaltig in den Hintergrund gerückt. Und da muss man natürlich sehen, nominiert worden ist Andrea Vosshoff, weil sie ja ihr Bundestagsmandat bei der Bundestagswahl nicht wiedererlangt hat, eben von der CDU. Aber selbstverständlich haben die mitregierenden Sozialdemokraten sie auch mitgewählt und es gab noch so einen interessanten Kuhhandel, der sich irgendwie mit der Besetzung des Amtes dieses Wehrbeauftragten da ergeben hatte. Also man muss schon sagen, dass beide Regierungsparteien sehr deutlich gemacht haben, inwieweit ihnen dieses Amt und die Funktion dieses Amtes am Herzen liegen, nämlich mal so gar nicht. Aber also die,
Es gibt halt noch das interessante Detail, dass wir schon seit vielen Jahren gefordert haben, dass es die Behörde des Bundesdatenschutzbeauftragten eine unabhängige Bundesbehörde wird, also dass sie halt nicht mehr dem Innenministerium weisungsbefugt unterstellt ist, was sich ja so langsam durch den parlamentarischen Prozess bewegt. Und die Regierung hat dann den eleganten Weg gefunden, zwar das zu tun, was gut klingt, nämlich halt auf Druck der EU dieses Amt unabhängig zu machen, aber es halt durch Besetzung zu entschärfen. Und ich dachte, es liegt an der Frauenquote in der Bundesregierung, aber na gut, okay. Also die letzte Regelung ist ja jetzt, dass die Äußerung, die Bundesdatenschutzbeauftragte oder der Amtsinhaber, wer immer es dann sein wird, sich sozusagen, muss sich ins Einvernehmen und Benehmen setzen mit dem Kanzleramt, wenn etwa, weiß ich nicht, bei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen oder dergleichen eine Aussage gemacht wird, ist natürlich eine Regelung, die inakzeptabel ist. Die Tatsache aber, dass das Amt an sich unabhängiger sein soll vom Innenministerium, ist natürlich erstmal zu begrüßen. Klar. Okay, also ich glaube, zu Frau Vostorf braucht man noch nicht viel weiter sagen. Man muss, vielleicht eine Sache noch. Also ich meine, sie hat ja keine Vorschusslorbeeren bekommen. Ich meine, ihr habt das vielleicht alle gelesen Anfang des Jahres. Das war ja schon am Anfang heftig umstritten. Es war klar, dass sie keine Kompetenzen in dem Feld hat. Sie hat sich als Abgeordnete immer sehr klar gegen Datenschutzfragen in ihrem Abstimmungsverhalten positioniert. Insofern hat sie die Erwartungen, die wir nicht hatten, auch nicht erfüllt, nicht wahr? Also gut. Ich will ein kleines Update geben zu dem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Es ist nicht wirklich eine Aktion des CCC, weil ich das persönlich als Beschwerdeführerin am Europäischen Gerichtshof in Straßburg betreibe, aber ich habe natürlich Unterstützung dabei durch den CCC. Und sehr erfreulich war, dass wir Anfang des Jahres, die war ja im Herbst 2013 eingereicht worden, die Nachricht bekommen haben, dass wir einen sogenannten Rule 41 Priority Case bekommen haben, also ein Schnellverfahren eingeleitet wurde, was uns sehr überrascht hat, weil es sehr selten ist beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es haben sich natürlich unterdessen im Laufe des Jahres noch ein paar Änderungen ergeben, wofür wir allerdings auf ccc.de dann keine Meldung gemacht haben. Einfach weil kein neuerliches Ergebnis dabei war. Zum einen, das Gericht hat einen inhaltlichen, also nicht formalen, sondern inhaltlichen Fragenkatalog erstellt und an die britische Regierung gesendet und gleichzeitig an die Bundesregierung, weil ich eine deutsche Staatsbürgerin bin. Und die anderen Organisationen, nämlich die britische Schriftstellervereinigung PEN, die Open Rights Group und Big Brother Watch natürlich, die Beschwerdeführer, die da vertreten sind, britische Staatsbürger sind. Die Bundesregierung hat sich entschieden, darauf keine Antworten zu geben. Dennoch erwarten wir inhaltliche Antworten natürlich von der britischen Regierung. Die wird sich da nicht so leicht wegducken können. Aber dass sich meine Bundesregierung für meine Belange nicht so einsetzt, war natürlich schon etwas enttäuschend. Nun ja. Jetzt auch nicht so überraschend. Interessant ist noch, dass es parallel weitere Verfahren gab von britischen Aktivisten, und zwar vor dem sogenannten Investigatory Powers Tribunal, IPT, das ist das Geheimgericht in Großbritannien, was dafür zuständig ist. Und wo bei uns in diesem Verfahren auch die Frage ist, ob wir direkt nach Straßburg ziehen können. Aber da hat sich jetzt mittlerweile so ergeben, dass jetzt Ende des Jahres das IPT über andere Verfahren, auch eins, das der CCC betreibt, schon geurteilt hat, sodass der Weg nach Straßburg jetzt auch noch von anderen Beschwerdeführern offen steht. Das heißt, die Tatsache, dass die Briten bereits 1951 die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert haben und daran gebunden sind, wo ein klares Recht auf Privatsphäre natürlich drinsteht, könnte da noch zum Erfolg führen. Also wir haben da relativ große Hoffnungen. Wir wissen auch, dass es im Frühjahr, da gibt es ja so eine Kommunikation zwischen den Anwälten und dem Gericht, dort weitergehen wird. Das Schnellverfahren hat sich nur deshalb verzögert, weil auf die Entscheidung des IPT in Großbritannien dann doch noch gewartet wurde. Hat aber nichts an dem Status dieses Priority Case geändert. Also ich denke, da werden wir im Frühjahr neue Informationen liefern können. Wie Priority ist eigentlich Priority bei Priority Case? Nein, also der Gerichtshof kann sich quasi, ja. Weil das ist so. Januar, ist ja jetzt auch schon bald ein Jahr wieder her. Nein, normalerweise haben wir damit gerechnet, dass wir im Herbst dann schon zu so einer Anhörung oder weiteren Schritten kommen. Aber im Sommer hatte sich das Gericht entschieden zu warten auf die Fälle, die in Großbritannien anliegen beim IPT. Wahrscheinlich um die, weil die inhaltlich ähnlich sind, um die zusammenzuziehen. Ich würde das mal annehmen. Ja. Schon im Vormonat ist der Chaos Computer Club Dresden umgezogen.
Das war Zeit. Und sie haben bei der Gelegenheit das HQ umbenannt in Grand Chaos Headquarters GCHQ. Mhm. Was auch eine sehr schöne postalische Adresse jetzt ergibt. Ja. Wer weiß, was da vielleicht noch an Postirrläufern jetzt vorbeikommt. Damit sind wir dann schon im Februar angekommen. Auch ein sehr kalter Monat. Die Verleger bündelten sich in der VG Media. Netflix schloss einen Deal mit Comcast, nachdem Comcast sie gedrosselt hatte und die Muskeln hatte spielen lassen im Rennen um die Netzneutralität. Ihr erinnert euch ja, im Januar war sie ja abgeschafft worden in den USA. Und Christoph Käse ist eigentlich so mit dem Lauf der Dinge ganz zufrieden, was sein Leistungsschutzrecht angeht. Der Chaos Computer Club hingegen hat erstmal die Bundesregierung angezeigt. Ich denke, zu den Inhalten der Strafanzeige werden wir gar nicht so sehr viel sagen. Also ich meine, da ist viel schon gesagt worden. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen was darüber sagen, zu dem Vorwurf, den wir da so ein bisschen bekommen haben, nämlich, dass doch eine sehr politische Aktion sei. Und das war natürlich mit dem Ziel. Und ich fand ganz interessant, dass die Reaktionen auch genau darauf, also zumindest für mich darauf hingedeutet haben, dass die Öffentlichkeit quasi gewartet hat, dass irgendwie auch mal ein Schritt zu den zuständigen juristischen Behörden gemacht wird. Wir werden nachher mal darauf nochmal eingehen, dass wir diese Strafanzeige erweitert haben, nachdem einige neue Snowden-Veröffentlichungen in dem Jahr passiert waren. Aber für uns ist das in erster Linie eine politische Aktion, allerdings natürlich nicht nur. Denn man muss sich schon klar machen, dass solche Strafanzeigen zumindest auch irgendwann, selbst wenn es sehr lange dauern wird, bis der Generalbundesanwalt dazu eine Einstellung des Verfahrens bekannt geben wird, oder aber er wird ermitteln, kann natürlich auch passieren, dass dann natürlich, ja, well, ich sag ja nur, dass das eine Möglichkeit wäre. Der darf doch nicht mal die Akten lesen. Ach ja, der darf ja nicht die Akten lesen, haben wir gestern gelernt, ja, die sind ja Verschlusssachen. Also so ist es natürlich trotzdem immer noch eine Möglichkeit, danach im Wege zu sagen, des Einlegens von Widerspruch einen Rechtsweg zu beschreiten innerhalb von Deutschland. Das ist durchaus eine Möglichkeit, die mit den Anwälten auch intensiv besprochen wurde. Die Anwälte, also von der Internationalen Liga für Menschenrechte, haben natürlich auch diese Strafanzeige sowohl initiiert wie auch geschrieben. Die Erweiterung, die später aus den Veröffentlichungen im Rahmen der Snowden-Papiere kamen, die haben wir dann allerdings tatsächlich selbst geschrieben. Da haben dann nur die Anwälte den juristischen Teil hinzugefügt. Wo wir auch gleichzeitig nochmal darauf hingewiesen haben, den Generalbundesanwalt, dass wir jetzt gerne doch schon mal gerne eine Reaktion hätten. Also, ja, wir haben so ein bisschen Kritik gekriegt. Also ich musste mich, glaube ich, in jedem Interview dazu auch rechtfertigen, dass das eine populistische Aktion sei. Aber in der Sache bin ich nach wie vor überzeugt, dass unser Strafrecht in Bezug auf das Verbot von geheimdienstlicher Agententätigkeit auf deutschem Boden auch Bestand haben sollte. Das heißt, wenn es in unserem Strafrecht steht, ist es durchaus, was da die Behörden ermitteln sollten. Letztlich sehe ich halt nach wie vor auch nicht ein, dass aus politischen Gründen nicht mal eine Ermittlung aufgenommen wird. Und das ist ja nach wie vor der Status. Okay, wir kommen darauf später nochmal zurück, weil es diese kleine Tor-Anomalie gab, die den CCC betraf, wo wir uns dann entschieden haben, zu erweitern. Aber soweit zu der Strafanzeige, also da bereue ich ja nach wie vor nichts. Es gab dann eine Konsultation der Bundesnetzagentur zu ihrem IT-Sicherheitskatalog, in dem sie sich mit Vorschriften auseinandergesetzt haben, die sie den Betreibern kritischer Infrastrukturen aufsetzen wollten. Da hat der Matthias Dahlheimer für den Chaos Computer Club eine Stellungnahme verfasst und hat da vor allem kritisiert, dass die Betreiber sich ihre Sicherheitsstandards größtenteils selbst definieren können und deren Einhaltung dann durch die Bundesnetzagentur irgendwie eingefordert wird, was natürlich nicht schwer ist, wenn man sich diese Standards selber schreibt. Was kann daraus schiefgehen? Kann auch nichts schiefgehen. Das haben wir ein paar Monate später dann auch im IT-Sicherheitsgesetz so gesehen und da nicht nur für Netzbetreiber, sondern auch für andere kritische Infrastrukturen. Man
kann sich das jetzt beim IT-Sicherheitsgesetz so vorstellen, dass die Branchenverbände, also sie wollen nicht, dass jeder einzelne Betreiber irgendwie seine Sicherheitsstandards einreicht, sondern sie wollen, dass sich die Betreiber in ihren Branchenverbänden erstmal auf so einen Mindeststandard einigen, den dann dem BSI oder der BNetzA, je nachdem, ob es ein Netz ist oder nicht, vorlegen und dann darüber entschieden wird, ob dieser Vorschlag irgendwie noch erweitert wird oder ob der so in Ordnung ist. Ja, das heißt, das BSI rechnet sich selber nicht die Kompetenz zu, so Mindestsicherheitsanforderungen selber zu formulieren, sondern gibt den Branchenverbänden ein Vorschlagsrecht. Das heißt, wenn jetzt diese Branchenverbände zusammensitzen mit ihren einzelnen Vertretern, haben sie im Prinzip zwei Möglichkeiten. Sie nehmen alle ihre, bringen alle ihre 200-300-seitigen Minimal Baseline Security Standards mit und kürzen sie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Oder sie reichen das größte gemeinsame Vielfache ein, was für alle natürlich dann Arbeit bedeuten würde. Man kann sich also überlegen, welche der beiden Optionen ein ökonomisch agierender Branchenverband in diesem Fall wählen würde, was natürlich so vielleicht am Ende einen Riesenhaufen Bürokratie bringt. Aber ich glaube nicht, dass da eine wirkliche Erhöhung der Sicherheit herbeizuführen ist auf diesem Wege. Wo wir bei Erhöhung von Sicherheit sind... Wir mussten im Jahr 2003, glaube ich, anfangen, auf so Sperrbestrebungen aus Nordrhein-Westfalen zu reagieren. Die wollten ihre Sperren durch das Filtern von DNS-Anfragen implementieren. Und bei der Gelegenheit haben wir darauf hingewiesen, dass man nachgucken sollte, wem man da in seinen DNS-Anfragen vertraut, und haben unter anderem auch selber offene sogenannte Resolver aufgesetzt, die man befragen kann, wenn man seinem ISP nicht traut oder wenn man nochmal eine alternative Quelle befragen möchte, ob dann wirklich der Host, den man da gerade erreichen möchte, unter dieser IP-Adresse erreichbar ist. Und kaum 10 Jahre später gab es da so ein Problem, dass Leute, die uns gefragt haben, falsche Antworten bekommen haben. Das lag daran, dass wir auf einem der offenen Resolver eine Sicherheitsschwankung nicht rechtzeitig beseitigt haben, was uns sehr doll unangenehm war. Wir haben dann die dort laufende Software von DJB, die ein bisschen in die Jahre gekommen ist, durch einen modernen Unbound ersetzt und sind da wieder im grünen Bereich. Ja. Yeah. Danke, danke. Bei der Gelegenheit ist es so, dass dieser Dienst von Freiwilligen betrieben wird, die ich da jetzt nicht deswegen anpinkeln möchte. Die haben über die Jahre sich hingesetzt, haben diverse andere Probleme, die Betriebssysteme mitgebracht haben, gefixt. Wir haben nicht nur diese offenen Resolver, die wir da betreiben, sondern betreiben seit ewig Tor-Infrastruktur. Wir haben JAP-Infrastruktur betrieben. Wir haben einen riesengroßen Java-Server, der seit Jahren viel Zulauf bekommt. Mehrere Java-Server, die immer mehr Zulauf bekommen. Und dort zeichnet sich so ein grundsätzliches Problem ab, wenn so eine Zentralisierung auf eine Institution, der man vertraut, stattfindet, gibt es natürlich genau wie gibt es das Microsoft-Problem. Wenn alle so eine Monokultur benutzen, dann gibt es auch einen Single Point of Failure, der richtig ein juicy Target ist. Und wenn die Geheimdienste der Welt dann unseren Java-Server ausbaldovern, als das könnte man noch mal mehr unter die Lupe nehmen, dann ist eigentlich nicht das erreicht, was wir damit tun wollten. Ich würde an der Stelle noch mal neben dem Dank an unsere Freiwilligen, wieder zu Dezentralisierung aufrufen, dass Leute ihre eigenen Java-Server betreiben, sich in das Netzwerk der Java-Server dort einklinken und dass Leute Tor-Nodes aufsetzen, dass Leute Tor-Exit-Nodes aufsetzen. Vorsichtig, es gibt Post. Ja, es gibt aber Anleitungen, wie man sowas nach deutschem Recht auf der Seite torservers.net gibt es Anleitungen, wie man sich mit dem ISP in Verbindung setzt, um ihm Bescheid zu sagen, dass man gerne einen Reverse Entry haben möchte, dass Strafverfolgungsbehörden gleich sehen, dass es ein Exit-Not ist. Also es gibt da die Möglichkeiten, und wir wollen auch als CCC nicht, dass alle Leute bei uns Geld vorbeitragen, nur damit wir diese Dienste betreiben, weil auch Tor lebt am Ende davon,
dass es keinen Singleplayer gibt, der so groß ist, dass er dann zu viel von dem Netzwerk sehen kann, um Daten zu erlangen, die da nicht hingehören. Also auch wenn natürlich Spenden und Unterstützung immer gern gesehen sind, ist es auch wichtig, dass ihr da selber, die ihr uns unterstützen wollt, auch mit Taten unterstützt und dass ihr unsere Infrastruktur mehrt und diversifiziert. Ich denke, da ist auch ganz wichtig, Redundanz schafft Sicherheit und die RFAS alle aufzurufen, zu sagen, hey, baut eure eigene Infrastruktur, Projektgelder sind dafür da. Also dieses Problem mit der Zentralisierung wurde gerade vor ein paar Tagen ja sehr deutlich, als jabba.ccc.de so ein, ich glaube, 1 oder 2 Gigabit dicken DDoS abbekommen hat und so für 1,5 Tage offline war. Und man dann plötzlich mal sah, wie viele Leute sich darauf verlassen. Also tut es nicht, in Zukunft ist schöner, wer deinen Account habt, aber seht zu, dass ihr euch noch andere Accounts besorgt, wenn möglich, auf Servern, die von Freunden gehostet werden oder von Organisationen, denen ihr irgendwie ein Vertrauen entgegenbringen könnt. Wir haben uns noch aus dem Bereich Infrastruktur auch noch an Freifunk beteiligt. Zum Thema dezentrale Infrastruktur, Freifunk kennt ihr bestimmt, Projekt auf WLAN-Basis in die Städte und vielleicht sogar auf die Dörfer Internet zu bringen, ohne dass es da zentralisierte Infrastruktur gibt. Wer sagt da am besten was zu für die Unterstützung, was wir da getan haben? Was Freifunk betrifft, haben wir einfach in vielen RFAs ziemlich aktive Gruppen. Freifunk ist ein Hobby von vielen unserer Mitglieder, muss man sagen. Ist nicht. Wir haben mal versucht, jetzt so ein bisschen zu bündeln, aber es ist eigentlich eine Struktur, die eh schon gewachsen ist. Aber weil wir ja nur schon seit Jahren, also wir rufen ja immer zur Dezentralisierung auf, das machen wir ja schon so gebetsmühlenartig, aber jetzt haben wir mal einen neuen Schritt. Wir haben jetzt eine Zwangsdezentralisierung, weil mit den Veröffentlichungen gestern ist die Neuregistrierung bei jabba.ccc.de auch mal also findet gerade nicht statt, also man muss sich quasi derzeit dezentralisieren. Das war eine neue Eskalationsstufe, oder? Mhm. Ja, wir mal sehen, wie wir das nächstes Jahr fortführen. Ja, also die Frage dabei ist am Ende natürlich irgendwie so, wie definiert sich der Club da? Und wir sehen halt immer mehr so eine gewisse, so eine Anspruchshaltung nach dem Motto so, ja, ihr seid doch die Hacker, ihr müsst es doch betreiben, ihr könnt es doch, macht es doch mal für uns. Und letztendlich ist es aber so, dass es sind am Ende einzelne Individuen, die da Lust drauf haben. Also der CCC selber als Organisation, als Struktur ist da nicht besonders toll oder so. Es sind halt einzelne Leute, die toll sind, die ihre Zeit, ihre Energie da reinstecken. Und am Ende hängt es halt an denen. Das heißt also, denen sich darauf zu verlassen, dass diese Infrastruktur für immer da ist und irgendwie professionell betrieben wird und 24/7 ab ist und es eine Hotline gibt oder so, ist halt Quatsch. Dafür sind wir nicht da. Wir betreiben Infrastruktur gerne, aber eben nicht als Hauptzweck. Ähnliches würde natürlich gelten. Also ich meine, wenn man schon am Jabba-Server aufsetzen ist, kann man auch gleich noch einen Port machen. Also es gibt ja einige CCC-Mitglieder, die ihre eigenen Diaspora-Ports haben. Also das betrifft Social Media, finde ich, in gleicher Weise. Und wenn wir an die Mailadressen denken, nicht wahr, die wir am Anfang gesehen haben, auch mal ab und an mal wieder einen Mail-Server aufsetzen, ist ja nicht verkehrt. Lieben Freunden helfen. Es folgte der Monat März. Da passierte etwas sehr Interessantes. Mark Zuckerberg, der eigentlich im CCC-Jahresrückblick grundsätzlich immer als nicht auf unserer Seite dargestellt wird, beklagte sich persönlich bei Barack Obama über die NSA-Spionage. Die EU-Datenschutzverordnung... Neue Verbündete! Ja. Das steht morgen irgendwo. Kannst du das? Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Die EU-Datenschutzverordnung passierte das EU-Parlament und versickert dort seither. Ein Urteil des EuGH legalisierte Netzsperren, während in der Türkei die Netzsperren ausgeweitet und verschärft wurden. Und ein NSA-Untersuchungsausschuss wurde ins Leben gerufen. Ja, ja, der erstmal die NASA untersucht hat, aber nur kurz. Genau. Und zwar unter Führung des bis dahin und seither unbekannten Clemens Binninger. Nee, der war uns schon aus einigen Zusammenhängen vorher bekannt. Der ist schon länger Innenpolitiker, auch eher so ein Hardliner gewesen. Ja, ja. Kannte also den jemand? Binninger, komm, einige erinnern sich, oder? Also wenn du mal in der Bundestagskantine warst, kennst du den? Das ist immer der erste Befehl, richtig? Aber tatsächlich ist der interessante Effekt, dass er kurz zum
Vorsitzenden ernannt wurde und dann schnell weggelaufen ist. Da kommen wir im April dann schon zu. Wir hatten uns ja schon mal zusammen mit der Free Software Foundation gegenüber der Bundesnetzagentur, die hatte so eine formale Anhörung sehr deutlich und auch schriftlich gegen den Routerzwang ausgesprochen, wo wir so eine längere Stellungnahme gemacht hatten. Da stehen wir natürlich nach wie vor dazu und sind auch nicht zufrieden und haben sozusagen die Forderung, dass die Bundesnetzagentur dann nachbessern muss, auch nochmal als Pressemitteilung gemacht. Also nach wie vor haben wir ja das Problem, vor allen Dingen was den Routerzwang betrifft, beim Anbieterwechsel, aber natürlich auch, weil das Gerät, was natürlich direkt mit dem Netz verbunden ist, ein Angriffspunkt ist, wo man doch gerne selber die Möglichkeiten haben will, sich zu entscheiden, etwa für freie Software, die natürlich üblicherweise auf den Routern sonst nicht drauf ist. Also die Kritikpunkte haben wir eigentlich aufrechterhalten und einfach nur darauf hingewiesen, die Bundesnetzagentur, dass wir bei diesem Thema schon aufmerksam sind, wie die Regelungen in Zukunft da sein werden. Man muss schon sagen, dass insgesamt die Bundesnetzagentur nach diesem formalen dem Einreichung der Stellungnahmen, für die wir übrigens nicht mal eine Antwort gekriegt haben, also die mit E-Mail haben sie nicht so, schon zumindest in einigen Punkten ihre Vorschläge in unsere Richtung hin entwickelt hat. Also wir hoffen da eigentlich darauf, dass auch, weil im Koalitionsvertrag tatsächlich der Routerzwang dann angesprochen wurde, zu unserer Überraschung, dass wir da vielleicht nächstes Jahr Erfolg melden können, wäre natürlich toll. Was bei dem Thema ganz interessant ist, ist, wie die Provider argumentieren. Mhm. Also was sie halt eigentlich wollen, ist, ihre Kunden dazu zwingen, ein bestimmtes Gerät zu verwenden, um zu Hause Internet zu machen, ja, oder den Internetanschluss zu nutzen. Und das erzwingen sie dadurch, dass sie dieses Gerät irgendwie vor den Nutzern versuchen zu verschließen und den Nutzern einfach nicht die Einwahldaten mitteilen, die man bräuchte, um einen anderen Router zu konfigurieren, um dieses DSL nutzen zu können. Und deren Argumentation ist, dass ja das Modem ein sehr wichtiger Teil ist für den Internetzugang, der, wenn er falsch funktionieren würde, Störungen an ihrem Netz hervorrufen könnte. Na, das hatten wir doch schon mal, oder? Erinnert mich ja schwer an die Bundespost. Genau, also wir kommen da wieder zum Festhub, ne? Dem Fest. Genau. Ja, es geht natürlich und jetzt, auch also die Debatte, die Sie führen, ist, wo ist der Netzabschluss? Genau. Und da Sie im Rahmen der Kundenfreundlichkeit das Modem, den Router und den WLAN Access Point im Prinzip in ein Gerät eindampfen, kann der Netzabschluss ja dann nur noch an unserem WLAN liegen, ja, und natürlich nicht mehr in dem Modem oder vor dem Modem. Das ist die technische Argumentation. Das Ganze hat eigentlich dieses Jahr dann seinen Höhepunkt darin gefunden, dass die Bundesnetzagentur das gesamte Verfahren eigentlich verschleppt hat, bis im Dezember dann das Wirtschaftsministerium angekündigt hat, einen Gesetzesentwurf nochmal vorzulegen, damit die Bundesnetzagentur sich endlich mal ermächtigt fühlt, in dieser Sache zu handeln. Denn sie haben gesagt, ja, das ist ein komplizierter Fall und eigentlich können wir da ja eigentlich gar nichts machen. Also die trauen sich da offensichtlich nicht dran. Ich kann da nur mutmaßen, warum das so ist. Ja, also nun wissen wir ja, die Bundesnetzagentur ist ja in manchen Dingen immer so ein bisschen träge. Das war ja schon zu RecTP-Zeiten ähnlich. Aber ich glaube, dass es natürlich auch einen gewissen politischen Streitraum gibt. Die Aussage im Koalitionsvertrag ist relativ klar, sozusagen gegen den Routerzwang. Aber natürlich muss man, finde ich, da sehr aufmerksam sein auf die detaillierte Regelungen, die da getroffen werden. Also, dass man halt da keine Hintertüren einbaut. Das werden wir aber auch sicherlich machen. Also, natürlich zusammen mit der Free Software Foundation. Genau. Konstanze. Ach ja, ja, es gab da so ein, aber ich würde deshalb erwähnen, weil es einfach sehr viele Presseanfragen deswegen gab und weil mir so oder jemandem aus dem Presseteam auch noch nicht passiert ist in den letzten Jahren. Früher ist der durchaus mal vorgekommen. Ich bin nämlich das erste Mal so richtig offiziell ausgeladen worden wegen eines 30C3-Hacks. Der natürlich sozusagen anonym erfolgte. Und zwar ging es da um eigentlich sehr ziemlich also romantisch formulierte Mails, die an sehr viele Mitglieder der Hochschule Karlsruhe verschickt wurden, die zu eindeutiger Fraternisierung aufriefen, aber nicht pornografisch waren. Und irgendwann, naja, war schon Monate nach dem Kongress, ich sollte also im April dort sprechen an der Hochschule Karlsruhe über Kryptographie nach Snowden. Und irgendwann kurz vorher, ich war ja gerade im Ausland, interessanterweise, lasse ich im Netz einen Brief an mich, nämlich diesen. Ich glaube, der ist hier auch irgendwo genau, ja.
Also ich hatte den noch gar nicht bekommen, die hatten den an meine Arbeitsstelle, meine damalige, geschickt, also an die Hochschule. Ich hatte den noch gar nicht gesehen, war sehr interessant, meine Post schon im Netz zu finden. Ich weiß auch nicht, wie zu sagen, warum sich zu sagen die Hochschule entschieden hat, das Netz zu stellen. Also sie fanden jedenfalls nicht mehr adäquat, mich da noch irgendwie einzuladen, weil irgendeiner unten im Hackcenter diese Liebesmails verschickt hat. Es gab da so ein paar Schwulitäten, weil einige der Hochschulmitglieder hatten geantwortet auf diese Liebes-E-Mails. Also es ist da offenbar zu einigen peinlichen Situationen gekommen und sie hatten dann, lustigerweise war so ein bisschen Barbara Streisand, weil jemand aus der Hochschule hatte das aufgegriffen und in seinen Blog geschrieben und mit einmal hatte dann sozusagen viel später, Monate später, nachdem der Vorfall eigentlich schon vergessen war, die Hochschule dann natürlich dann irgendwie Fernsehteams am Start, die komische Fragen stellten, so über Liebes-E-Mails. Also die hatten das ganz eigentlich, also ja, man kann die ja mal nachlesen. Also es gibt so einen langen Blogpost, wo diese E-Mail auch mal abgedruckt ist. Die war jetzt eigentlich ganz nett. Also neben der Ausladung von Konstanze und einer Strafanzeige. Die ist aber eingestellt worden. Hat die Hochschule Karlsruhe dann aber auch endlich SMTP Authentication aktiviert? Ja. Aber ich meine, dazu muss man, glaube ich, ein bisschen mehr sagen. Ich meine, checkt mal bitte eure Hochschulen, Universitäten. Da ist nämlich die Hochschule Karlsruhe eine ziemliche Ausnahme. Also, weil die nun mal darauf mit der Nase gestoßen wurden, da fallen mir noch eins andere Hochschulen ein. Ja. Übrigens haben sie, war die lange nach der Mathematik zu denken eingeladen, weil sie haben die dann einfach gleich komplett abgesagt. Also es gab ziemlich einen Streit, weil die Fachschaft, alle waren da irgendwie der anderen Meinung als die Hochschulleitung. Aber gut, am Ende, also ich bin nicht nach Karlsruhe gefahren und irgendeiner im Hackcenter ist quasi mit Schuld. Naja, nicht so richtig. Anyway, ich weiß auch nicht, jetzt war jetzt nicht so der große Vorfall, den wir hier weiter aufschieben müssen. Aber ihr seht so, wie manchmal so die Alltagsarbeit ist, wenn man diesen Verein manchmal repräsentieren muss. Okay. Der Verein hingegen zog sich zurück. Genau, also nachdem Konstanze ausgeladen hat wurden. Jetzt betonen das doch nicht so. haben wir natürlich eingeladen. Der CCC hat sich in Hochspeyer, manche würden sagen in Südfrankreich, getroffen zu einer Zukunftstagung. Das ist eine Jugendherberge, ja. Die Fotos täuschen total. Es ist eine Jugendherberge. Ja, ehrlich. Also man beachte das Doppelstockbett. Genau. Das Schöne daran ist ja, da manche Leute aus der östlichen Republik kamen und noch nie sozusagen außerhalb des Binnen Ringes sich befunden haben, mit der festen Behauptung, es sei ja in Frankreich, haben wir natürlich dann auch erstmal alle DNS-Anfragen durch Frankreich getunnelt, um auch wirklich dieses französische Gefühl auch im Netz zu vermitteln. ja, das ist auch der französische Weg. So haben wir also uns mal zusammengesetzt, ein Wochenende und eingeschlossen und haben überlegt, okay, wie geht's eigentlich hier mit diesem Verein weiter? Wir haben jetzt die letzten Jahre viele Aktionen gemacht, aber haben relativ wenig Zeit gehabt, uns einfach mal selbst auseinanderzusetzen, wie wir denn eigentlich so weitermachen wollen. Und hatten uns da ein Wochenende eingeschlossen und hatten da sehr, sehr viel Spaß bei hervorragendem Wetter und natürlich auch bei hervorragenden Wein. Oh, das ist natürlich eine interessante Darstellung. In Wirklichkeit haben wir uns natürlich allesamt angeschrien. Ja, gibt da ordentlich Streit und man muss auch mal heftig miteinander diskutieren. Also das war jetzt hier nicht hier Friede, Freude, Eierkuchen, so war das auch nicht. Also wir haben natürlich ein bisschen ein Problem. Du darfst gleich, Frank. ich meine, der CCC ist sehr gewachsen. Proportional ist nicht die Anzahl der Aktiven gewachsen, dennoch ist sie gewachsen. Und natürlich wurde, glaube ich, auch schwieriger, wirklich intern zu debattieren, dass man zum Beispiel zu Themen, wo man weiß, das wird nächstes Jahr einschlagen, das sind Themen, die wir bearbeiten müssen, dass wir Arbeitsformen finden, dass wir das mal inhaltlich debattieren. Und das haben wir eigentlich seit langer Zeit mal wieder gemacht in dieser viel zu gut aussehenden Jugendherberge. Die war wirklich eine Jugendherberge. Also das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, auch so ein bisschen so eine Meinung zu finden, Leute, die sich da engagieren wollen. Ja. Genau. Nicht aber nur, der Wein war gut. Ja, das ist ein Weingebiet. Da kann Hackpete mehr zu sagen. Ach, da bin ich völlig unbeteiligt in der Geschichte. Aber wo ich beteiligt bin, ist bei dem Thema Chaos macht Schule. Das ist eine sehr, sehr aktive Gruppe innerhalb des CCCs. Sind auch hier. Die sind auch hier, waren gestern, hatten auch den Jugendtag gemacht, der war spitzenmäßig. Ja. Ich finde, das sollte auch immer beklatscht werden hier, oder? Ja, und damit das alles auch so gut funktioniert mit den ganzen
ja, Untergruppierungen von Chaos macht Schule, die natürlich dezentral aufgestellt sind, müssen wir uns doch ab und zu mal ein bisschen zentral treffen. Das machen wir mittlerweile zweimal im Jahr. Im Frühjahr natürlich wieder im Westen der Republik, weiter südlich und sozusagen im Oktober hin dann wieder auch im Westen der Republik, aber etwas nördlicher und nutzen sozusagen die beiden, ja, Treffen, um unsere Arbeit auch in diesem Projekt einfach zu, ja, zu forcieren und zu unterstützen, uns auch zu koordinieren und auch interessante Leute, die halt solche Projekte starten möchten, auch mit einzuladen und einfach so ein bisschen die, ja, die Erfahrung zu teilen und ja, das Wissen auch weiterzugeben. Gut, jetzt bist du wieder dran, Linus, oder? Ah, das ist nett. Der April, das war ein spannender Monat. Das EU-Parlament stimmte für Netzneutralität und gegen Roaminggebühren. Die NSA hat, oder die US-Regierung hat angekündigt, eventuell die NSA so von der Datenerfassung bei Telefondaten auf Vorratsdatenspeicherung-Niveau runter zu graden, hat dafür natürlich großen Applaus bekommen. E-Mail Made in Germany hat TLS eingeschaltet. Ist das 13.2 oder? Der EuGH hat die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie abgeschafft. Ey komm, ey, das ist aber wirklich ein Grund zur Freude. An dieser Stelle einen großen Dank an den AK-Vorrat Österreich, ja, denn die haben darauf hingewirkt, dass das überhaupt am EuGH verhandelt werden konnte. Dann gab es dann noch so eine kleine Sicherheitsschwankung mit dem Namen Heartbleed. Das haben wir ja gestern gehört. Nochmal, also gestern war ja eigentlich eine ganz schöne Rückschau auf Heartbleed. Und der Clemens Binninger trat zurück, weil Snowden in den NSA-Untersuchungsausschuss eingeladen werden sollte und wurde durch Patrick Sensburg ersetzt. Ja, aber das war nicht die offizielle Begründung. War das, oh, habe ich jetzt Nein, was ausgeplappert? Binninger hat doch offiziell gesagt, ja, da gibt's doch irgendwie einen Interessenkonflikt, weil ich doch auch gleichzeitig im parlamentarischen Kontrollgremium bin. Fiel ihm irgendwann ein, nachdem er, ich weiß auch nicht, ist nie ganz klar geworden, warum eigentlich, ob das so eine Idati-Nummer wird? Na, man weiß es nicht, wir wissen nicht genau, warum er zurückgetreten ist. Also dieser Patrick, Professor Dr. Patrick Sensburg ist der neue NSA-Untersuchungsausschuss-Vorsitzende, der so ein bisschen zum BND-Untersuchungsausschuss geworden ist. Genau, es ist auch nie ein NSA-Untersuchungsausschuss gewesen. Ne? Der heißt nämlich eigentlich Untersuchungsausschuss zur blablabla, irgendwas mit Geheimdiensten. Geheimdienstuntersuchungsausschuss, BND-Untersuchungsausschuss. Merken. Wenn man sich den Einsetzungsbeschluss, der sich durchaus mal lohnt zu lesen, ansieht, dann ist das so eine Dreiteilung. Zum einen natürlich Fragen zur NSA und zum GCHQ. Ein anderes Drittel sind die Fragen zum Bundesnachrichtendienst, die sehr konkret sind. Und eigentlich im letzten Drittel geht es tatsächlich darum, dass der Ausschuss auch ein paar Antworten finden soll, auf die wir natürlich mit großer Spannung warten. Ja. Der Club hat dann erstmal ein Easter Egg gemacht. Genau, da wir ja eine kleine Situation hatten in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, und da ist ein Tag vor Ostern gibt, der nennt sich, glaube ich, Karfreitag. Und diese Lokation, die wir da angemietet hatten, eine Schanklizenz hatte, gab es da so ein kleines Problem, dass wir da freitags nicht so agieren durften, wie wir eigentlich wollten. Was wir natürlich auch nicht getan haben. Wir haben natürlich in einer nächtlichen Stille eine super Aktion alles aufgebaut und dann sozusagen diese Veranstaltung zum Rocken gebracht. War auch sehr super. Stuttgart war ein klasse Gastgeber. Ich glaube auch da mal einen warmen Applaus dafür. Ja, es gab natürlich auch für die Auf- und Abbau-Freunde ganz viele Hotdogs und wir hatten natürlich ja zum Abbau so einen kleinen Polizeibesuch, der sich wirklich dann voll überzeugen wollte, ob wir auch alles so hinterlassen haben, wie es ist eigentlich auch wieder ja vorfinden habt ihr? Wollten. Das ist auch die Bitte? Polizei für? Natürlich, also in Stuttgart ist da natürlich alles, weißt du, die Kehrwoche und so muss eingehalten werden und wenn natürlich dann eine Veranstaltung vom CCC ist und anschließend sich alles total besenrein übergeben, ist es natürlich ist ganz, ganz kritisch. Der Polizeibesuch verlief gewaltfrei. Richtig, genau. Das ist ganz wichtig, ja. Genau. Es gibt andere schöne Veranstaltungen, zum Beispiel das sogenannten Goa-Treffen, heißt Grillen ohne Anlass. Das ist keine spirituelle Hacker-Veranstaltung, ja, unter einer Brücke.
Man wird da wohl mit guten Würstchen, leckerem Bier und frischer Luft verwöhnt. Nebeneffekte sind leider häufige Mückenstiche in den Handbereichen, da es wohl an dem Fluss doch extrem ja, viele Mücken gibt. Aber nichts, was man vielleicht mit Würstchen und alkoholischen Getränken vielleicht irgendwie beheben könnte. Ausgerichtet von einer ganzen Menge an Air Force. Ja, es ist das Chaosdorf, der Nordeingang, der Chaospott und das Labor macht es. Das ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Wird auch wieder nächstes Jahr stattfinden, wurde mir gesagt. CCC Aachen? Stimmt, der Aachener CCC ist ja auch noch mit dabei, genau. CCC Köln? Ach, Köln? Bist du sicher? Ja. Eigentlich machen die das alle, ja? Ja, eigentlich machen das die ganzen da im Robot-Bereich da. Drin ohne Anlass. Auch nächstes Jahr wieder. Es wurden die Big Brother Awards vergeben. Dieses Jahr gab es zum ersten Mal einen Positivpreis, den Winston and Julia Award für Edward Snowden. Und das Bundeskanzleramt befand sich unter den Preisträgern, die Firma Mein Fernbus und die Firma CSC, der NSA-Dienstleister, der unter anderem bei D-Mail mitgewirkt hat und auch heute noch Dienstleister ist für viele Projekte deutscher Behörden. Ja, aber Sie haben da versprochen, also wenn Sie in Deutschland, dann liefern Sie nicht mehr an die NSA. Naja, na gut, vielleicht können wir bei der Gelegenheit erwähnen, das haben sicherlich viele mitbekommen. Snowden ist gerade, nicht nur in Deutschland, aber gerade von vielen deutschen Vereinigungen mit Preisen ausgezeichnet worden. Man kann die kaum aufzählen, ich würde sagen, es sind bestimmt 2 Dutzend. Also viele sehr unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, die sich in irgendeiner Weise aktivistisch betätigen, haben ihre jährlich oder zweijährlich vergebenen Preise Edward Snowden gewidmet. Das fand ich eigentlich sehr interessant zu sehen. Nicht nur bei uns in Deutschland, aber besonders. Nicht zu vergessen, es handelt sich hier um die deutschen Big Brother Awards, die von der Digitalcourage vergeben werden. Genau, wir haben natürlich, da werden wahrscheinlich viele wissen, die Big Brother Awards auch noch mittlerweile als Ableger in mehreren Ländern. Ich glaube sogar in Holland hat eine relativ hohe Medienaufmerksamkeit. Ja. Österreich gibt's ja auch. Ja, also gibt Ableger. Also die sind aber nicht zeitlich zum selben, also die sind unterschiedliche Zeitpunkte natürlich. Es folgte der Wonnemonat Mai. Da wurde dann zum ersten Mal verlautbart, dass die Bundesregierung Snowden nicht für den BND-Untersuchungsausschuss einladen möchte. Ihr erinnert euch an das, an die Scharmützel in der Folge nach dieser Ankündigung, da es ja im Rahmen der Amtshilfe eigentlich anständig gewesen wäre von der Bundesregierung, diesen Besuch zu ermöglichen. Ihr erinnert euch an weitere Streitereien, die wir dann im Laufe des Jahres noch erwähnen werden. Die FCC hat sich unter ihrem neuen Chef Wheeler bequem gemacht. Das ist ein ehemaliger Lobbyist der Kabelnetzbetreiber, der da jetzt wirklich das Ruder absolut umgerissen hat. Der EuGH hat das Urteil zum Recht auf Vergessen bei Suchmaschinen gesprochen. Da kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zu. Und der Bundesanwalt Range hat angekündigt, in der NSA-Affäre nicht ermitteln zu wollen, hauptsächlich um niemandem auf die Füße zu treten. Allerdings hat er das nicht formal getan. Das heißt, wir haben natürlich keine eingestellten Verfahren, sondern er hat nur so gesagt, wird wohl nicht ermittelt werden. Aber formal laufen die Strafanzeigen weiter. Okay. Der CCC hat dann erstmal eine Mitgliederversammlung in Mannheim gemacht. Mannheim ist eine Stadt in Baden-Württemberg. Und die ist echt schön. Ich war überrascht. Ich war zum ersten Mal in dieser Stadt. Ja, bist du mal aus Berlin rausgekommen? Ja, habe ich mal was gesehen. Reisen mit dem CCC, ne? Und dort haben dann auch Wahlen stattgefunden, neben allen möglichen Diskussionen und fröhlichen Entscheidungen. Und somit haben wir einen neuen ersten Vorsitzenden, das ist der Dodger. Den man hier auch ab und an treffen kann. Da kann man applaudieren, ja. Ja, wir haben zwei neue zweite Vorsitzende, Andreas Bog und Martin Hase. Genau. Wir haben den neuen Schatzmeister Dominik Keller. Yep. Ja.
Und wir haben den neuen Erfa-Repräsentanten, Heckpiet. Heckpiet. AK Vorstadt des Herzens. Und bei dieser Mitgliederversammlung wurden auch einige Entscheidungen getroffen, die wir dann auch fröhlich bekannt gegeben haben. Ja, da kommen wir gleich zu. Ich würde vielleicht gerne noch eine allgemeine Sache sagen. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen darüber gesprochen worden, wie so die Zusammenarbeit läuft. Und man muss konstatieren, das ist ja jetzt ein paar Monate her, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Sprecherteam und überhaupt die, die sich an der Öffentlichkeitsarbeit beteiligen und dem Vorstand einfach ganz toll funktioniert. Also Kommunikation hilft ja oft. Jawohl. Es ist auch durchaus symbolhaft, dass wir hier unseren Heckpiet integriert haben. Jawohl. Fühle mich total geehrt. Genau. Und einer der Beschlüsse dort war eben die Unterstützung von Edward Snowden, und zwar einmal im Wege des Antragens der Ehrenmitgliedschaft, was wir dann auch unmittelbar nach der Mitgliederversammlung gemacht haben, zog sich aber hin, aber auch die Entscheidung der Mitgliederversammlung mit einem Honecker-Ergebnis, Snowden auch finanziell zu unterstützen. Das hat sich dann aber sozusagen sowohl die Ehrenmitgliedschaft wie auch die eigentliche Umsetzung dieses Beschlusses der Mitgliederversammlung noch ein bisschen hingezogen. Wir kommen da also gleich nochmal drauf, bis wir es geschafft haben. Ich glaube, wir haben aber auch die Zeit in der Mitgliederversammlung genutzt, um ein bisschen inhaltlich zu reden und ein paar neue Organisationsstrukturen im Club zu finden, die sich so ein bisschen ergeben haben durch die wachsende Größe und die vielen AFAs und die vielen neuen Mitglieder. Genau. Ja, eines der Themen, die dieses Jahr groß waren in der öffentlichen Diskussion, war dieses EuGH-Urteil zum Recht auf Vergessen. Und da haben wir natürlich auch relativ viele Fragen zu bekommen und haben als Club uns dazu nicht wirklich geäußert. Es gibt immer wieder Themen, so wo wir als Presseteam sagen, so nee, da sagen wir jetzt gerade mal nichts zu, weil wir nicht das Gefühl haben, dass wir da halt irgendwie die Meinung des Clubs nach außen vertreten können, weil es dazu halt eben keine eindeutig möglichen Aussagen gab. In diesem Fall beim Recht auf Vergessen war es halt genau dieser Zwiespalt. Zum einen ist es offensichtlich notwendig, dass es halt irgendwie sowas wie irgendwie einen Rechtsweg gibt, um halt irgendwie Dinge auch gegen Google zum Beispiel durchzusetzen, was irgendwie die Präsentation von Ergebnissen in den Suchmaschinen angeht. Zum anderen wird aber, wie sich hinterher jetzt zeigt, natürlich dieses Urteil in großem Maße genutzt von Leuten, um ihre eigene Vergangenheit, die möglicherweise durchaus moralisch nicht unbedingt hochwertig war, zu kaschieren. Also da die meisten Sachen, die bekannt wurden, waren halt der Versuch, aus den Suchmaschinen zum Beispiel Presseartikel rauszuschmeißen, wo es halt um alle möglichen Verbrechen oder politischen Schandtaten ging. Und in diesem Zwiespalt ist es halt so, dass wir nicht sagen können, ja, ist toll oder ist nicht toll, oder wir könnten halt höchstens die Problemlage darstellen. Das sind dann halt so Fälle, wo wir sagen, okay, dann äußern wir uns halt lieber nicht dazu, weil wir könnten zur Diskussion an der Stelle nicht wirklich inhaltlich was beitragen. Selbstverständlich haben wir uns das Urteil, als es dann raus war, also die Berichterstattung hat sich leider fast nur auf die Pressemitteilung des EuGHs bezogen, aber wenig später war das Urteil auch im Volltext zu lesen, haben wir uns natürlich schon zu Gemüte geführt. Und dieser es ist natürlich erstmal ein juristisches Thema, klar, und nicht unbedingt ein technisches. Aber es war natürlich auch am Anfang nicht klar, dass Google nach wenigen Tagen schon mit den ersten ziemlich drastischen Zahlen um die Ecke kommen wollte, die natürlich auch niemand überprüfen kann, wie viel nämlich dieser Löschanfragen dann tatsächlich bei ihnen eingereicht wurden. Aber ich glaube, die Kritik im Kern, die viele Juristen auch äußern, ist natürlich die, dass das Urteil ansetzt bei der Suchmaschine und nicht bei der Quelle der Information. Also das ist natürlich Teil des Problems, dass ja nie in Abrede gestellt wurde, dass die Information korrekt ist, sondern dass sie einfach nur die Auffindbarkeit als Kriterium genommen haben und eben die Situation, die wir haben, dass wir eine dominante Suchmaschine haben im europäischen Raum, da so ein bisschen ja für diese Urteil als Grundlage genommen haben. Das finde ich persönlich natürlich sehr kritisch. Interessanterweise haben Sie da aber eine technisch recht interessante Argumentation für gefunden, datenschutzrechtliche Argumentation. Weil Sie sagen, die Suchmaschine ist eigentlich keine Suchmaschine, die etwas sucht, sondern sie ist eine Aggregation von Daten
über einen Suchbegriff, eine automatisierte Aggregation dieser Daten. Und das heißt, damit unterliegt die Suchmaschine dem Datenschutzrecht, weil sie quasi ein Profil über den Suchbegriff anlegt. Und wenn das dann eine Person ist, dann sieht man, wurde dort über das Datenschutzrecht die Möglichkeit gesehen, der Suchmaschine das Vorhalten und Anzeigen bestimmter Informationen zu diesem Suchbegriff zu verbieten. Daher auch der kuriose Fall, dass dieses Suchergebnis ja nicht verschwindet. Es verschwindet nur, wenn man genau nach diesem Namen sucht. Und daher auch der kuriose Fall, dass der Presseartikel oder was auch immer, welche Publikation gemeint ist, bestehen bleibt, weil die ja vom Presserecht geschützt ist, während es eben die unter bestimmten Bedingungen in der Suchmaschine eine Auslistung zu erfolgen hat. Also da gibt's halt eine Menge Aspekte an diesem Fall, unter anderem, dass de facto mit dem Komitee, was sich Google jetzt dahingestellt hat, was halt entscheidet, was halt irgendwie welchen Anfragen nachgekommen wird und welchen nicht, ist da nochmal eine außerjuristische, also ja, eine Privatisierung des Rechtssystems gibt. Das heißt also, dieser ganze Fall zeigt wieder mal, die Regulierung des digitalen Raums ist halt nicht unbedingt immer einfach und eben auch nicht nur positiv und nicht nur negativ, sondern halt häufiger halt eben doch mal Grauzone. Und wie gesagt, wenn wir uns da halt nicht wirklich zu äußern, hat es halt auch in der Regel damit zu tun, dass es eben auch keine, sagen wir mal, eindeutig mögliche Aussage gibt, wo wir sagen können, okay, da an der Stelle vertreten wir halt die Meinung der meisten Leute im Club, sondern das ist dann halt eben nur so ein Darstellen der Grauzone, ne? Es ist ja letztlich so ein Grundkonflikt, der sich in der Hackerethik schon abbildet, nämlich der Frage, wie frei Daten sein sollen und dass sie es sein sollen und wie sich plötzlich das an den Schnittmengen zum Schutz von persönlichen Daten abbildet. Spannend ist aus meiner Sicht natürlich, wie sich das fortentwickelt. Das heißt, wie viel Zahlen werden wir da Mitte nächsten Jahres haben? Also wie intensiv wird es genutzt? Welche Regelungen wird Google schaffen? Sind die automatisiert? Also aus meiner Sicht ergibt sich die Problematik ja nur in diesem starken Maße, auch vor allen Dingen deshalb, weil wir eben diese quasi monopolistische Stellung haben, diese einen Suchmaschine. Ich glaube, das Urteil hätte natürlich so nicht fallen können, wenn wir diese Dominanz nicht hätten, sondern eben viele Suchmaschinen. Also es wird einfach spannend zu beobachten sein. Also das sollten wir, glaube ich, auch allesamt im Auge behalten, wie das wirklich praktisch gehandhabt wird und ob das letztlich, ob das eher in Richtung Zensur kippt oder eher in Richtung, wir wägen da wirklich ernsthaft ab. Ich vermute zumindest derzeit aufgrund der Menge der Anfragen, die Google behauptet, die ich vermute mal, dass sie stimmen werden, ist es ja eher so ein ziemliche Zensur. Ja, wir müssen uns beeilen. Wir haben nicht so viel Zeit, sonst könnten wir darüber noch lange sinnieren. Mach mal einen weiter, ist viel schöner. Das kommt gleich, das kommt zur Überraschung, das schöne Foto. Ich hatte dann die große Freude, mal in einem Ausschuss des Deutschen Bundestages konstruktiv auftreten zu können. Das hat mich sehr gefreut. Wir treten immer konstruktiv auf, was soll das denn? Selbstverständlich, aber da wurde das dann auch so konstruktiv wahrgenommen. Also ich hatte ein wunderschönes Erlebnis, das ich hier lobend erwähnen möchte. Okay, ich erzähle erstmal, wo ich war. Ich war im Bundestagsausschuss Digitale Agenda und sollte dort so mich zu Fragen der IT-Sicherheit in der Post-Snowden-Ära äußern. Also was könnte überhaupt Politik tun, um zu einer Erhöhung der IT-Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung beizutragen? Das ist ja eigentlich eine sehr interessante Frage, weil die Unsicherheiten, die verbergen sich ja auf einem ganz anderen Layer, als jetzt Politik stattfindet. Und wenn man jetzt sagt, politische Entscheidungen, die zu einer Erhöhung der IT-Sicherheit beitragen, dann muss man sich da schon so ein bisschen überlegen, was man denn so machen könnte. Die Ergebnisse, zu denen wir dann in unseren Gesprächen und Austauschen gekommen sind, war, dass wir vorgeschlagen haben, doch mal so Audits und Bug-Bounties von unabhängiger staatlicher Stelle für kritische Software auszuloben. Wir haben da mal den Gedanken von Haftungsfragen in den Raum gestellt, also wie kann es sein, dass Anbieter von Software im Prinzip keinerlei Haftung für ihr Produkt übernehmen müssen, im Prinzip Bananenprodukte ausliefern, die über Jahre oder Jahrzehnte beim Kunden reifen und in der Regel noch nicht einmal zu Ende ausreifen, ohne dass sie jemals auch nur in die Nähe eines Haftungsproblems kommen. Weil ich natürlich sagen würde, dass natürlich ein Softwarehersteller nicht
automatisch für jeden Bug in der Software haften kann, aber für, sagen wir mal, schnelle Beseitigung, Bereitstellen eines zügigen Mitigationsweges, da könnte man sich ja wenigstens mal Gedanken drüber machen. Wenn die Haftungsfragen, wenn man sich mal mit einem Computerhersteller, also fahrende Computerautos unterhält, dann merkt man, wie widersprüchlich da diese Szene ist, ja, wo, also die haben halt Rückrufaktionen, das ist ja häufig heute auch schon wegen der elektronischen Komponenten und irgendwie, aber in anderen Bereichen ist die Haftung irgendwie, ja, also gar nichts, was man debattieren will. Insofern haben wir das betonen wollen. Ganz klar natürlich hier eine Ausnahme für Open-Source-Software. Da denke ich, wäre es ja auch gar nicht so ein falscher Anreiz zu sagen, wenn du deine Sachen Open-Source legst, dann umgehst du diese Haftungsprobleme, was noch so einen interessanten, positiven Nebenaspekt haben könnte. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Dezentralisierung ist jetzt keine neue Forderung des CCC. Wir holen sie trotzdem immer. Und was ich sehr schön fand, den Begriff der evidenzbasierten Sicherheitspolitik, den Frank da geprägt hat. Und zwar zu sagen, wenn ihr irgendwelche Sicherheitsgesetzgebungen macht, die Überwachungskomponenten haben und damit per se eine Verringerung der Sicherheit informationstechnischer Systeme oder Infrastrukturen betreiben, dann möchten wir bitte auch solche Gesetze regelmäßig einfach mal auf ihre Wirksamkeit geprüft haben. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, wie zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung, irgendwie einen Hinweis dafür zu liefern, dass dieser riesige Eingriff in unsere Grundrechte Sinn ergibt, dann können wir den auch bitte wieder zurückrollen. Eine weitere wichtige Forderung, die mir an der Stelle wichtig war und die ich auch gerne vorgetragen habe, weil nämlich jemand vom BSI da war. Das BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, untersteht ja dem Innenministerium. Formal. Und ich meine, das Innenministerium hat ja als Unterhalter der Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste nicht unbedingt so ein Interesse daran, dass die Bevölkerung absolut sicher ist. Insofern könnte man ja mal anregen, dass das BSI aus dieser Abhängigkeit herausgelöst wird. Müssen die denn... Die Frage ist nur, ob sie dann die Regelung so treffen wie bei der Bundesdatenschutzbeauftragten, dass sie zwar herausgelöst werden, so aus dem Innenministerium, aber dann immer im Einvernehmen oder im Benehmen mit dem Innenministerium oder Kanzleramt agieren dürfen. Man weiß es nicht. Man muss auf die Details achten, wenn sie mal so eine Regelung finden. Aber also die Forderung werden wir, glaube ich, auch nicht müde, immer wieder zu bringen. Also diese Abhängigkeit ist schädlich. Und was ich ganz spannend fand, warum ich das auch als konstruktiv bezeichnet habe, weil ich auch wirklich konstruktiv wahrgenommen wurde. Denn mein größter Fan in diesem Ausschuss war nicht etwa die grüne Partei, die mich da eingeladen hat, sondern ein Vertreter, der, ja, ich zeige das Bild gleich. Wir wollen das sehen. Ja, wir zeigen das Bild gleich. Ein Vertreter der CDU-Fraktion, nämlich Thomas Jatzombek, der... da für meine Forderungen zur Sicherheit ein sehr großes Ohr gehabt hat und mir zugewunken hat, während ich da so in meinem Konfirmandenanzug im Ausschuss saß und vorgetragen habe, was ich für richtig halten würde. Und den Hacker daneben kennt er es auch relativ CCC-nah. Wurde aber geladen als Vertreter seines... Ja, ich meine, sehe auch komisch aus, wenn da zwei CCC-Leute sitzen. Wir verteilen das schlau. Ja, so viel also zum Ausschuss. Nee, warte mal. Jetzt sag aber noch mal was zu diesem Ausschuss. Was macht dieser Ausschuss eigentlich? Warum? Also jetzt das musst du schon mal offenlegen. Das weiß ich nicht. Das ist ein Ausschuss, der für nichts federführend ist. Genau. Dieser Ausschuss Digitale Agenda ist ja so eine, wie soll ich das mal nennen? Es ist passiert nach der Enquete-Kommission, die ja in der letzten Legislaturperiode war, wo sich ja irgendwie alle Parteien haben gesagt, ja, wir brauchen mal da so einen Ausschuss für. Allerdings, nichts hat der zu seinem gesetzgeberischen Einfluss, weswegen man da prima debattieren kann, auch total offen, denn die Gesetze werden ja woanders gemacht. Ja, dann ist der Ausschuss Digitale Agenda. Also er hat ja auch... glaube ich, erstmal mit der digitalen Agenda jetzt nicht direkt wirklich was zu tun, aber man erkennt natürlich schon die Themen, also diese IT-Sicherheit. Also du meinst das Papier, die digitale Agenda, die müssen wir unterscheiden, der Ausschuss und dieses genau. Papier, ja, richtig. Aber darin sind natürlich viele dieser Themen angeklungen und man erkennt auch Fragmente der Auseinandersetzung im Ausschuss digitale Agenda wieder, wenn man sich die digitale Agenda dann so anschaut, aber Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Okay. Wir wollen mal noch ein paar Sätze sagen zum CCC Schweiz. Der ist ja jetzt
vor ein paar Tagen 2 Jahre alt geworden, also dass sich sozusagen die Schweizer so ein bisschen zusammengetan haben zu dem TTC Schweiz eben. Und das betrifft Zürich, Basel, Bern, Freiburg und, ich vergesse mal, einen St. Gallen, wo es eben so kleinere Chaos-Treffs gibt und besonders der Züricher Ableger war sehr aktiv. Es gibt nämlich in der Schweiz auch diese Probleme mit BÜPF. Das ist die Frage der Überwachung des, wie heißt das da, Fernmeldeverkehrs und Postverkehrs. Aber auch das sogenannte NDG-Gesetz, das ist der dortige Nachrichtendienst, wo auch über Staatstrojaner debattiert wird. Und es gab mehrere Demos, also ist durchaus mit dem hübschen Namen übrigens Million Masks, fand ich sehr hübsch als Namen, March. Und auch relativ regelmäßige Veranstaltungen. Also in Zürich zum Beispiel, da gibt es ein Chaos-Seminar jetzt mit der Uni Zürich. Also ich finde, unsere ganz eigene Aktivitäten entfaltet in der Schweiz. Wir müssen auch die Schweiz mal loben, oder? Eine wichtige Sache noch, Schweiz. Wir müssen auch die Schweiz mal loben. 2015, und daran war der TTC in der Schweiz durchaus beteiligt, nämlich über die digitale Gesellschaft, die es in der Schweiz gibt, also auch so eine Art Dachverband. 2015 wird nämlich da ein Urteil erwartet zur Vorratsdatenspeicherung vor dem dortigen Bundesverwaltungsgericht, wo wir doch, denke ich, auch darauf achten sollten. Das wird, glaube ich, nochmal ganz interessant. Ja, wir haben jetzt die Schweiz gelobt. Genau, wenn ihr da mal hinfahrt, fahrt da mal hin. Es folgte der Monat Juni. In diesem Monat feierten wir ein Jahr Snowden. Naja, feiern. Naja, der Generalbundesanwalt hat immerhin angekündigt, dass er doch wegen des Merkel-Phones dann doch mal ermitteln wollte. Allerdings nicht wegen der Massenüberwachung aller Bürger. Ja. Die EU hat angekündigt, erstmal keinen erneuten Anlauf zur Vorratsdatenspeicherung zu machen. Yay. Ja, freu dich nicht zu früh, ja, wir haben das ja noch nicht durch. Ja. TrueCrypt hat dicht gemacht und BitLocker empfohlen. Die VG Media hat Google auf Leistungsschutzgeld verklagt. Ja. Und Snowden hat seinen Auftritt im Geheimdienstuntersuchungsausschuss abgesagt, weil er nicht ins Land darf und an so einer Skype-Geschichte keine Lust hat. Und jetzt habe ich den Namen vergessen zu erwähnen. Cecilia Malmström, EU-Kommissarin, hat angekündigt, keinen neuen Anstoß zur Vorratsdatenspeicherung zu machen, weil die Legislaturperiode ja eh bald vorbei ist. Ist sie eigentlich nach der Rochade da und der Wahl noch dabei? Weiß jemand? Handelskommissarin. Handelskommissarin. Ah, vielen Dank. Und jetzt, also nach der Wahl, nach der Europawahl, ist sie Handelskommissarin. Und der CCC Berlin hat erstmal den Werkzeugkasten erweitert. Was ist das? Na komm. Genau, das ist ein Foto eines Rasterelektronenmikroskops. Und ich glaube, da hole ich ein bisschen weiter aus. Der Chaos Computer Club ist ja nicht das hier, sondern der Chaos Computer Club sind viele, viele Dezentralen, die wir ja schon gehört haben, die total coole Arbeit machen vor Ort, die sich dann immer auch repräsentiert fühlen, hoffentlich, in dem, was wir hier darüber erzählen. Aber die brauchen natürlich auch Werkzeuge zum coolen Kram machen. Und da es im CCC diese Dezentralisierung gibt und manchmal die RFAs untereinander auch irgendwie schon kritisch beugen, was mit den Mitteln passiert, haben wir in der Mitgliederversammlung Anfang des Jahres einfach mal gesagt, dass wer RFA-Kreis ist und coole Projektanträge hat, der soll mal mit ein wenig weniger Bürokratie gerade daherkommen und wir sorgen für eine Grundausstattung, die in den RFAs vorhanden sein sollte, um zu hacken. Und viele RFAs haben sich dann auch das Herz gefasst und haben eine Wunschliste aufgeschrieben. Und im Zuge dessen wurden so geile Dinge wie das Rasterelektronenmikroskop in Berlin gekauft. Mit dem. Man hat jetzt aber nicht unbedingt Grundausstattung genannt werden kann, oder? Bitte? Also bitte? Grundausstattung, okay. Hast du etwa keins? Noch nicht. Darf ich jetzt mitbenutzen? Das darfst du gerne mitbenutzen. Kannst dich, das Starbuck hat das Foto gemacht, der wird dich bestimmt auch gerne einführen. Ich finde diese Entwicklung cool und es ist auch ein weiterer Grund, einfach bei eurem RFA vorbeizulaufen, vielleicht auch selber nochmal dran darauf hinzudrängen, was ihr da gerne noch an coolem Spielzeug sehen wollt, weil wir immer noch finden, dass die Mitgliedsbeiträge
genau dafür da sind, um die Arbeit im Club zu ermöglichen und um Werkzeuge und Lernzeuge zur Verfügung zu stellen. Und Rahmen der Zukunftstagung, der Mitgliederversammlung und diverser internen Diskussionen hat sich so ein Konsens herausgebildet, dass wir ein Werkzeug brauchen, um mal Meinungsbilder vorzufühlen. Ein cooler Hacker aus dem Club, Marcel, hat sich das Herz gefasst und hat dann einfach mal ein dickes Feedback aufgesetzt, hat er Discord genannt. Wie ihr da unten in der URL vielleicht sehen könnt, einmal HTTPS plus eine Onion-Adresse mit Client-Certs, also einmal genau richtig gemacht, wie man das so als verspielter Nerd auch Eat this, Piraten! So aufgesetzt, wie man das eigentlich als cooler Hacker auch haben möchte. In diesem Liquid wurden diverse Initiativen auch besprochen. Alle, die beschlossen worden sind, sind auch umgesetzt worden. Blöderweise hat dann die Aktivität im Juni ein bisschen nachgelassen. Auf der anderen Seite finde ich es total cool, dass dort einfach jemand gemacht hat und das dann auch benutzt worden ist. Danke, Marcel. Der Chaospot in Essen hat seine Clubräume auf 130 Quadratmeter erweitert. Damit möchte ich an der Stelle einfach auch mal den Chaospot erwähnen. Die machen alle 8 Wochen eine Krypto-Party. Die haben da echt ein relativ aktives Clubleben. Und vor allem haben sie eine schöne Webseite, eine die schöne. Sie auch pflegen. Ja, man unterstellt das nicht allen Erfas und man unterstellt das vor allem nicht dem Bundes-CCC, dass da so rege da Aktivität stattfindet. Da haben wir ein Projekt für 2015. Ich kann das hier schon mal leaken. Ja, 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 haben wir wirklich. Das für 2015. Kommt alles wieder. Wir bauen die Webseite wieder um. Ja, es gibt schon Freiwillige. Ich weiß nicht, ob es noch mal so schön werden kann wie letztes Mal, aber es wird passieren. Ja, ja. Ihr werdet sehen. Ja, nicht nur schöne Clubräume haben wir, sondern auch nach wie vor schöne kleinere Veranstaltungen. Hier ein Symbolfoto von der diesjährigen Gulasch-Programmiernacht, die in Karlsruhe stattfindet, die auch der RFA Karlsruhe durchführt. Wie der Name schon sagt, Gulasch-Programmiernacht, natürlich gibt es da ganz viel Gulasch, der relativ schnell ausverkauft wurde, mit Fleischvariante, auch die ohne Fleischvariante. Wurde natürlich von den eigenen Helfern und Mitgliedern gekocht. Und ein Fun Fact, was so passiert ist, es gab eine Eismaschine, da es sehr gutes Wetter gab. Nach 18 Litern Produktion aus dieser Eismaschine ist diese Eismaschine überhitzt. Also ich weiß ja nicht, warum das dann eine Eismaschine ist, aber scheinbar ist das ein undokumentiertes Feature, was das Gerät im Dauereinsatz wohl nicht leisten kann. Gab's denn Gulascheis? Gulascheis weiß ich gar nicht. Gab's Gulascheis? Aber ansonsten sollte es vielleicht nächstes Jahr auch Gulascheis geben. Ich habe noch ein Foto von dem Gulascheis. Ja? Mit ja, Stückchen? Ja. Komisch, dass die Eismaschine überhitzt ist, wenn man Gulascheis macht. Aber auch nächstes Jahr wieder diese Veranstaltung in Karlsruhe kommt alle. Ja, die GPN. Vor allen Dingen haben wir sie nicht vergessen, wie geil. Im Juli hat Facebook sein Stimmungsexperiment durchgeführt. Da gab es ja interessante Debatten zu, also dass man dass Facebook jetzt gar nicht so die Realität so abgebildet hat, wie sie einem in den Stream fällt. O2 hat eine Festnetzdrossel eingeführt und sie Fair-Use-Vorteil genannt. Ein BND-Mitarbeiter wurde als NSA-Spion enttarnt. Huch. Großbritannien hat die Überwachung mittels Notstandgesetz ausgebaut und sich die Vorratsdatenspeicherung zurückgeholt, derer sie ja vorher verlustig gegangen waren. Ein Plagiator hat das Copyright genutzt, um die Untersuchung seiner Doktorarbeit zu verhindern. Frag den Staat hat eine Klage gegen das Innenministerium gewonnen, das versucht hatte, mittels Urheberrechtsgesetz eine Veröffentlichung zu verhindern. Gibt's noch, also gibt's einen eigenen Vortrag dazu, wisst ihr, ne? Der Freifunkverein hat eine negative Feststellungsklage angestrengt, um sich gegen die Störerhaftung durchzusetzen. Unser Justizminister Heiko Maas hat Edward Snowden die Rückkehr in die USA empfohlen. Und Frank hat einen Anzug. Und wenn Frank sich einen Anzug anzieht,
Dann kann das nur eins heißen, er erklärt ein paar Sachen im Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Ja, dieser NSA-Untersuchungsausschuss, damals hieß er noch NSA, da waren wir noch in den Präliminarien. Ne? Da ging es ja noch sozusagen um das Grundverständnis. Und ich bin da relativ spontan eingeladen worden, also so mit ungefähr so 2 Tagen Vorlauffrist, weil ein anderer eingeschlagener Sachverständiger aus Kanada es irgendwie nicht geschafft hatte. Die Veranstaltung war relativ bizarr in dem Sinne, dass die Abgeordneten da doch sehr froh waren, mal Leute zu haben, die ihnen so einigermaßen verständlich erklären, worum es eigentlich geht. Also es war noch so diese Phase, wo halt irgendwie die halt so alle noch in dieser Akronymsuppe ersoffen sind. Also, muss man was dazu sagen? Das war die zweite Anhörung, die davor, es gab vorher eine und die bestand aus Rechtsexperten, also drei Staatsrechtlern. War das erste Mal, dass eigentlich wirklich in die Technik eingestiegen wurde in diesem Ausschuss. Und interessant daran war für mich eigentlich primär neben dem üblichen Prozedere, was ich dann schon kannte, wie sehr dieser Ausschuss halt instrumentalisiert wird für den Versuch, da möglichst wenig zu ermitteln. Also wie sehr halt da der Fragen halt immer möglichst weggehen von Themen, die halt irgendwie problematisch sein könnten. Und wie auch, also man schon an dem Gesicht des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden Herrn Kiesewetter, der offensichtlich damals irgendwie meinte, dass er hätte eigentlich die Nachfolge von Binninger antreten sollen und nicht Herr Sensburg, der wenn immer es irgendwie kritisch wurde, dann verdüstert sich so dessen Gesicht so ein bisschen. Und die Fragen, die da so gestellt wurden, waren halt primär Verständnisfragen. Also wie funktioniert das, wie funktionieren die Abwehrsysteme, welche technischen Voraussetzungen gibt es dafür, was wollen die alles so, was steht in den Akten basierend auf dem, was damals halt bekannt war. Es hat relativ viel Medienaufmerksamkeit gegeben, die also auch hinterher noch einiges an Nachfragen dazu, auch teilweise von individuellen Abgeordneten, die bestimmte Sachen nochmal besser verstehen wollten. Problematisch ist natürlich dann halt die Frage nach den Forderungen, also welche Forderungen stellt man da? Das ist halt so ein generelles Problem. Welche Forderungen stellt man in dem Wissen, dass sie halt dann durch diese parlamentarische Maschine mutiert werden und man sie hinterher möglicherweise nicht wiedererkennt? Und man dann möglicherweise sagt, okay, aber das habt ihr doch gefordert und das ist eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was wir gefordert haben. Da muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein, sozusagen mutationssichere Forderungen zu stellen. Ja. Also ich denke mal, was den Ausschuss betrifft, müssen wir für 2 Sachen sorgen. Und eine ist, wir müssen nach wie vor die Öffentlichkeit herstellen dazu. Netzpolitik leistet da einen fantastischen Beitrag wegen der Protokollierung dieser Sessions. Aber letztlich bleibt es natürlich auch unsere Aufgabe, diese Öffentlichkeit da wachzuhalten und auch weiter zu kommentieren und zu beobachten. Das Zweite ist vielleicht, ihr habt es bemerkt, es hat sich zum Ende des Jahres kippte so ein bisschen. Also Kiesewetter als der Obmann der CDU-Fraktion dort hat sich sehr klar schon geäußert. Er sieht im Prinzip das Ergebnis dieses Ausschusses schon da. Also er hat sich da gar klar so als unter die NSA-Zweifler begeben, ja. Da hätte sich ja alles gar nichts erhärtet. Er hat den Sachverständigen, den er selber eingeladen hat, den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Papier, per Twitter, also die Form ist ja auch furchtbar peinlich, irgendwie beschuldigt, er würde fantasieren, denn die Staatsrechte haben da alle 3, also Hoffmann Riem, Papier und Matthias Becker, haben da mal serviert, wie rechtsbrüchig und grundgesetzwidrig der BND agiert. Und also da ist mittlerweile auf der Propaganda Ebene schon eine Menge gekippt, so ab Dezember. Und da müssen wir halt darauf achten, dass sie jetzt schon, wo die nicht mal auf der Hälfte sind, sich der Obmann der CDU hinstellt und sagt, naja, sie hat sich ja eigentlich hier ja nicht, also das ist ja eher für die ganz dummen Verschwörungstheoretiker. Also fand ich schon deshalb bemerkenswert, weil die am Anfang von allen Fraktionen her schon betont haben, dass sie da auch wirklich mal gerne was rauskriegen würden. Also eine gewisse Neugier hatten die ja alle. Insofern, also da müssen wir schon darauf achten, wie das weitergeht. Na? Ich will noch ein bisschen was sagen, wir müssen uns ein bisschen sputen, aber ich will natürlich die 2 Gerichtsverfahren,
die der CCC involviert ist, noch erwähnen. Ich hatte kurz schon angesprochen, der CCC hat sich mit 7 internationalen Infrastrukturanbietern, also Organisationen oder Providern, zusammen vor den britischen IPT begeben. Das ist ein Investigatory Power Stripe Unit, was ich erwähnt habe. Also ein beim Parlament angesiedeltes Geheimgericht, was die Geheimdienste überschauen soll. Da hoffen wir uns natürlich schon einige, ob die rechtliche Konstruktion, die von Privacy International so initiiert wurde, ob es wohl so klappen wird, dass wir sozusagen als eine deutsche Organisation die Infrastruktur anbietet. Da weiterkommen wissen wir nicht. Und zwar ein Punkt wichtig, nämlich, dass sich dieser Fall insbesondere nicht auf die Überwachung bezieht, sondern der bezieht sich auf die offensiven Angriffswerkzeuge. Wir wollten, glaube ich, auch mal betonen, dass dieser Skandal kein Überwachungsskandal ist, sondern natürlich auch dieses offensive Angreifen mehr thematisiert werden muss. Da haben wir uns quasi noch international zusammengetan. Da wird sicherlich im Frühjahr weiter, Frühjahr 2015 weitergehen. Gleichzeitig kommt dazu, das war nicht viel später, ich glaube ein paar Tage nur, ne, dass wir die Strafanzeige, die wir ja schon Anfang des Jahres gestellt hatten, erweitert haben, wegen der Veröffentlichung zu den Tor, ich würde das mal Filterlisten nennen, das war ein Team aus Süddeutsche und NDR, wenn ich mich recht entsinne, veröffentlicht hatten und ja auch explizit die Tor-Server vom CCC, aber auch von einem Studenten hier in Deutschland betrafen, also wo wir einen konkreten Fall hatten und sagen konnten, da könntet ihr doch mal ermitteln. Weil, nur nochmal, um das zu wiederholen, die Strafanzeige bezieht sich nur darauf, dass wir fordern, dass der was ermittelt, was seine verdammte Aufgabe wäre. Und deshalb haben wir da so, was haben wir geschrieben, ich würde mal sagen, 20, 25 Seiten nochmal nachgelegt, die wir natürlich auch veröffentlicht haben. Die kann man gerne nachlesen. Die ist eigentlich auch ganz gut aufgegriffen worden, weil das auch wieder so ein bisschen Erklärbär-Sache war. Weil wir einfach nochmal in einfachen Worten für den Generalbundesanwalt zusammengefasst haben, was eigentlich der technische Kern dieser Veröffentlichung ist. Okay. Also mal sehen. Ja, es gibt noch andere. Ich würde gerne nochmal so ein Metathema, aber willst du das machen? Ja. Also wir haben ja gesehen, dass wir relativ viele juristische Aktivitäten dieses Jahr hatten. Viel mehr als sonst, was jetzt nicht unbedingt, sagen wir, das ist, was wir bisher so getan haben. Also wir sind ja als CCC nicht jetzt der große Juristenverein. Also wir haben auch Juristen. So. Zwei? Nee, wir haben sogar mehr. Echt? Ja, wir haben die Gruppe der getarnten Juristen im CCC. Einige von denen können sogar programmieren. Und die Frage ist halt, wie viel bringt es? Also was sind halt so am Ende die politischen oder gesellschaftlichen Ergebnisse von solchem Vorgehen und wie viel solcher Klagen oder ähnlichen Dinge wollen wir eigentlich machen? Das ist ein Ding, was wir auch diskutieren, also wo es halt keinen abgeschlossenen Prozess gibt, ist halt so, dass wir eigentlich sagen, okay, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Einfach auch deswegen, weil der Aufwand, der da drin steckt, immer nicht gering ist, insbesondere in der Interaktion mit den Juristen. Aber es gibt halt an einigen Stellen keine wirklichen anderen Handlungsmöglichkeiten, weil die Politik sich ja verweigert, überhaupt irgendwas zu tun und uns halt eigentlich nur der Weg bleibt, wenn wir auf der politischen Ebene was ändern wollen, nicht nur auf der technischen Ebene was ändern wollen, als halt den Weg über die Gerichte zu gehen. Vielleicht eine Sache, die man dabei sagen muss. Also der Aufwand, der da so arbeitsmäßig bei uns drinsteckt, ist natürlich sehr unterschiedlich für diese Fälle. Also bei der Strafanzeige war natürlich sehr unterschiedlich. Den Ursprungstext, den haben die Anwälte der Internationalen Liga für Menschenrechte geschrieben. Da haben wir uns einfach hintergestellt und haben auch versucht, Öffentlichkeit herzustellen. Für diesen Fall der Erweiterung wurde darum ginge zu erklären, was in diesen Tor-Suchlisten da eigentlich steht. Da hatten wir natürlich viel Arbeit damit. Also da haben sich dann, ich glaube, so noch 5, 6 Leute im Club zusammengetan und da versucht, das auch technisch zu analysieren. Bei dem Fall vom IPT, was wir davor erwähnt haben, da haben im Wesentlichen die Arbeit die Anwälte von Privacy International gemacht. Also es ist sehr unterschiedlich, wie bei uns so der Aufwand ist, ob wir uns dahinter stellen und Öffentlichkeitsarbeit machen oder ob wir es selber schreiben. Beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist es ein hoher Aufwand, auch ein hoher Kommunikationsaufwand. Also es ist so ein bisschen unterschiedlich und wir haben natürlich einfach über das Jahr gemerkt, okay, frisst uns das? Stecken wir da zu viel Arbeit rein? Ja, und da ist halt eine ongoing debate. Wir wollen sicherlich in Zukunft jetzt nicht zu Prozesshandeln werden, aber natürlich
ist das Snowden-Jahr und der Nachgang des Snowden-Jahr sicherlich auch eine Ausnahmesituation in Bezug auf einige Feststellungen, grundsätzliche Feststellungen technopolitischer Fragen. Insofern wollen wir mal gucken, also dass es so weitergeht, nehme ich nicht an. Also wir haben das auch in 2015 jetzt, also wir wollen da jetzt nicht in diese Richtung abbiegen insgesamt. Aber die Verfahren, die laufen, die werden wir schon verfolgen. Klagt nicht, kämpft. Wie es auch der CCC in Freiburg macht, in Form von Vorträgen. Hier ist wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie ein aktiver Erfa-Kreis aus der Region neben den ganzen Chaos-Talks diese Ganze noch sehr, sehr schön gestalten und öffentlich zugänglich machen. Natürlich noch schöne Veranstaltungen machen, wie die Hack'n'Play und diverse Krypto-Partys. Zusätzliche Cooking Nightmares, um auch da die Vielfalt im Club einfach zu fördern. Weiter geht es auch mit einem ganz, ganz netten Hack vom Chaosdorf, vom CCC Düsseldorf. Die haben es geschafft, mit ihrer Freifunk-Community ISP zu werden. Hier ist der Beweis, hier ist der RIPE-Eintrag. Sehr geil, sehr, sehr geil. Man sollte das nicht unterschätzen, das könnte nochmal sehr, sehr nützlich sein. Genau, also Mitte 2014 wurde es jetzt eingetragen, die hatten da irgendwie ein paar interne Umstrukturierungen, neue Wahlen und so weiter, aber sind mittlerweile Provider, finde ich super genial. Es folgte der Monat August, in dem die CIA zugab, öffentlich zugab, ihr eigenes parlamentarisches Kontrollgremium überwacht zu haben. Ja. Ja. Hätte niemand denken können. Ich meine, damit konnte ja keiner rechnen. Ja, man dachte, die werden einfach mit dem Foltern ausreichend ausgelastet, aber hatten wohl noch Ressourcen. Glenn Greenwald hat seinen Auftritt im Geheimdienstuntersuchungsausschuss abgesagt oder abgelehnt, unter Verweis darauf, dass ja der Kronzeuge auch nicht gehört werden sollte und er nicht wüsste, was er dann da sollte als Journalist. Gamma wurde gehackt, das Supportforum von Finn Fischer war im Internet zu finden. Es wurde bekannt, dass der BND ein Telefonat von Hillary Clinton versehentlich abgehört hatte und alle so, yeah! Das IT-Sicherheitsgesetz wurde als erster Teil der digitalen Agenda vorgestellt, die veröffentlicht wurde von unseren drei Internetministern. Und auch hier hat der CCC sich öffentlich erstmal so ein bisschen zurückgehalten, zu der digitalen Agenda Stellung zu nehmen, weil es gab ja nichts. Es gab ja nur Phrasen. Ja, ist ja so ein Fluff-Piece, ne? Also so wie so ein Marshmallow. So. Und aber wir konnten uns dann halt nicht so ganz zurückhalten, dann doch es ein bisschen zu kommentieren. Ja, vielleicht vorher nochmal, bevor wir zu der Kommentierung kommen, mich stört auch das in dieser Troika, geh mal nochmal eins zurück bitte. Also wenn man sich diese wenig sagende Dokumente ja mal durchliest, ja, was ja mal betont wird für eine ordentliche digitale Agenda, was übrigens auch die digitalen Agenten anderer Länder haben, ist die Betonung der Bildung in diesen Fragen. Fehlt da nicht irgendwie die Wanke? Also wieso haben die eigentlich die Bildungsministerin denn nicht dazugenommen, wenn sie schon irgendwie den großen visionären Entwurf machen wollen? Und wo ist eigentlich, also ich meine, wo ist der Justizminister? Da hätte man noch eigentlich ein halbes Kabinett hinstellen können. Wieso sind da die drei? Ich vermute mal, dass die sich am besten mit dem Internet auskannten. Ich meine, Wirtschaft. Der Rest war krank. Anyway, okay, aber Entschuldigung, wollte nicht unterbrechen. Ja, pass aber. Aber eigentlich sollten doch, also sollten nicht eigentlich alle Minister auch Internetminister sein? Ja. So. Wir sind, wir haben 2014. Aber wir haben jetzt drei, jetzt bringen die nicht auf die Idee. Ja. Ja, die hören uns zu, ne? Das weißt du schon. Also hier, Maha hat es in seinem Vortrag am ersten Tag ja schon sehr schön dargestellt. Wir haben also mit einem kleinen Twitter-Account mal ein paar Sätze aus der digitalen Agenda verwurstet. Also wir haben die Cyberseele des Regierungssprechers gechannelt. Ja. Ja. Steffen Cybert. Cybersprecher der Cyberregierung, der Cyberrepublik Cyberland. Wir müssen die Chancen der Digitalisierung nutzen. Ja, und die Kompetenzen des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei im Bereich Cybercrime, Cyber und Cybersteige. Das sind alles Zitate aus der digitalen Agenda, die auch zum Teil, wie wir sehen, an den Retweets sehr populär sind.
Wir prüfen und fördern gezielt die Potenziale eines digitalen Afrikas. Endlich! Gezielt, aber auch nicht irgendwie. Gezielt. Ja, und das bürgerschaftliche Engagement verlagert sich mehr ins Netz mit der wachsenden Bedeutung des Internets. Wer konnte damit rechnen? Und für die Digitalisierung des Energiebereichs wird die Energiewende Motor sein. Ich weiß bis heute nicht, was das heißt, aber es ist was Schönes. Ja, es war fantastisch. Auch im August fand dann die Freiheit statt Angst-Demonstration statt. Guck mich nicht an. Die Veranstalter sprachen von 6.500 Teilnehmenden, mit dazu aufgerufen hatten um die 80 Organisationen. Und ich denke, in einem Anschlusstreffen nach dieser Demonstration wurde sich dann auch mal damit auseinandergesetzt, was denn vielleicht Gründe dafür sein können, dass so ein breites Bündnis mit so großen und wichtigen Themen leider einen Rückgang in den Besucherzahlen bei dieser Demonstration verzeichnen muss. Und ich denke, der Tenor, der sich dann in diesem Nachtreffen abgezeichnet hat, das ich selber nicht besucht habe, ist, dass man sich für das nächste Jahr vielleicht auf andere Organisations- und Protestformen konzentrieren möchte und so dieses Large-Demo-Thema wahrscheinlich auch der, oder diese Aktionsform der Large-Demo vielleicht der Schärfe der Situation gar nicht mehr entspricht. Insofern sind wir gespannt, was für Aktionen wir uns im nächsten Jahr überlegen, um unseren politischen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Genau, und das ist natürlich auch ein Aufruf. Also ich glaube, da müssen wir die Möglichkeiten, die wir haben, weil wir mal einfach mal besser können mit der Technik, auch mal ein bisschen kreativer nutzen. Ich glaube, wer zum Beispiel den Vortrag vom Zentrum für politische Schönheit gesehen hat, der wird sicherlich inspiriert sein. Wir brauchen neue kreative Protestformen, auch neue Verbündete, die Bock haben mitzumachen. Also ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen selber erfinden und nicht in alten Mustern stecken bleiben. Und ich glaube, was mir nochmal wichtig erscheint an allen Protestformen, ist auch irgendwie die Komponente des Spaßhabens. Ja? Also sonst macht es auch keinen Spaß, wenn man die Situation, wie sie sich nun mal eben darstellt, nicht mit wenigstens ein bisschen Humor nehmen kann. Sonst muss man ja irgendwann mal auswandern. Also ihr wisst schon. Wir müssen uns ja auch eigentlich unseren Journalismus quersubventionieren. Deswegen hat der Chaos Computer Club noch mal ein bisschen Geld ausgegeben. Jawohl, und zwar einmal für SO36, schon lange auch der CCC-Familie verbunden, als Anbieter von Infrastruktur, aber auch Netzpolitik.org, die diese Form von Aktivismus, Journalismus betreiben und, glaube ich, auch eine zentrale Plattform zur Information geworden ist. So. Also hat sich ja auch über die Jahre so entwickelt, aber generell hat der CCC in diesem Jahr mehr andere Aktivisten unterstützt als sonst, was sicherlich auch daran lag, dass wir etwas mehr Geld zur Verfügung hatten, um das auch zu tun. Da sind wir nämlich sozusagen gleich beim nächsten. Wir haben sozusagen nicht nur SO36 und Netzpolitik.org unterstützt, sondern eben auch den Beschluss der Mitgliederversammlung umgesetzt, nämlich Chelsea Manning und Edward Snowden zu unterstützen. Zum einen beiden die Ehrenmitgliedschaft anzutragen, die sie sehr gern und sehr herzlich angenommen haben, alle beide jeweils über die Anwälte vermittelt, und dass wir aber auch gleichzeitig 36.000 Euro an das europäische Team, die sich mit der juristischen Verteidigung und Unterstützung Edward Snowdens befassen, zu spenden. Das war der Beschluss der Mitgliederversammlung, der sich so ein bisschen hinzog, den wir dann sozusagen ausgemacht haben mit dem Anwälten federführend, mit dem Wolfgang Karlik, der ja hier in Deutschland sitzt, wo wir eben auch versucht haben, die legalistische Seite da zu unterstützen. Das sind 6 Anwälte, die sich in diesem europäischen Team für die verschiedenen Belange von Edward Snowden einsetzen. Ja, und bis... Allein auch ein Link am letzten Tag, wer sich da interessiert, wird es ja ein Update geben für den Fall von Chelsea Manning, wo der, darf ich schon mal sagen, ganz gutes Licht am Horizont, am Ende des Tunnels gibt. Also wer sich da interessiert, der kann am Tag 4 sich den Vortrag natürlich ansehen. Okay.
Weiter geht's mit schönen Veranstaltungen aus dem Chaosumfeld. Diesmal die ICMP steht für Intergalaktische Club Mate Party, findet in Münchsteinach statt. Es gibt da wohl auch Pilgerfahrten zur Goldenen Quelle, wie das dort genannt wird. Ja. Diese findet alle 2 Jahre statt, also nächstes Jahr nicht, weil wir ja selbst ein großes Camp veranstalten. Ist eine extrem schöne, gemütliche und auch ja spaßige Veranstaltung. Die Außen. Bitte? Außen. Draußen, ach so, genau, also mit frischer Luft und so und auch Mücken und alles, was dazugehört, so das ganze Environment, aber es leuchtet und blinkt immer sehr schön, dementsprechend auch da tolle Aktivitäten aus dem Bereich. Wo? In Münchsteinach. Kennt ihr nicht? Wo? Boah, bitte, ihr kennt, habt ihr mal nicht eure Club Mate-Flasche mal gelesen? Die Metropole im Süden? Weiß auch nicht genau. Ich weiß, wo die Mate-Quelle ungefähr ist, aber sag doch mal, Heckpiet. Tja, ich bin so, ja, und so weiter. Nachzulesen auf jeder Club-Mate-Flasche. Es blinkt weiter. Es gibt ein schönes Lichtprojekt, das heißt Full Circle. Dieses wurde mit dem CCC Mannheim und Kaiserslautern an dem weltbekannten ITWM aufgebaut. Das heißt, wir haben da auch mal ein bisschen Blinking Lights gemacht. Ist auch ein Open-Source-Projekt, kann ich jeden dazu einladen, da mitzumachen und einfach mehr zu machen. Dann hatten wir dieses Jahr so ein Ereignis, wo der Club sich echt erstaunlich zurückgehalten hat, irgendwie zu kommentieren, was ich sehr schade finde. Meine Meinung dazu, und ich denke, die teilen viele hier auf dem Panel, ist, dass es gibt da draußen im Internet Literatur, Bilder, Videos von Erwachsenen aller Geschlechter, aller Altersklassen, die freiwillig intime Fotos von sich verkaufen oder verschenken. Es gibt genau keinen Grund, und es ist nicht mit der Hackerethik zu vereinigen. Dass Fotos von Prominenten, sehr private Fotos von Prominenten, an die Öffentlichkeit gezerrt werden. Und klar kann man sich die runterladen, sich einen drauf runterholen, aber dann ist man halt scheiße. Und ich finde, das gehört in dieser Deutlichkeit so gesagt, dass es in der Hackerethik steht, es einfach drin, dass es die wirkliche Definition von privaten Daten, die zu schützen sind, wenn man verliebt oder gerade rallig seinem Gegenüber Bilder aufnimmt und dann wegen des falschen Betriebssystems auf seinem Mobiltelefon diese Bilder automatisch ins Netz geladen werden, dann hat niemand, der sich stolz Hacker nennen darf, wieder da drin rumzufuhrwerken. Aber ich habe auch gesehen, dass es gerade auch in der Familie dort so ein joviales, schon irgendwie okay gegeben hat, was ich nicht okay finde und was irgendwie auch so ein Trend im letzten Jahr abzeichnet, der sich in so Dingen wie dem Gamergate oder dem Problem, was die Tor-Community hat, abzeichnet, dass irgendwie zunehmend so ein Trend zur Dehumanisierung von Leuten, die irgendwie nur im Netz zu erreichen sind, so, das ist plötzlich halt, sind das keine Menschen, sondern sind wie nur irgendwelche Promis, die haben es ja gewollt. Es sind nicht irgendwelche Frauen, die Kritik an der Gamer-Kultur üben, sondern es sind irgendwie so Subjekte, denen man Vergewaltigungsdrohungen und Morddrohungen entgegenschleudern kann. Das ist schon irgendwie okay. Auf der anderen Seite werden auch viele Gamer über einen Kamm geschert und dort einfach nur noch als Masse angesprochen und das wird irgendwie denen im Einzelnen auch nicht gerecht. Ich finde, hier braucht's ganz dringend wieder eine Rückkehr, Empathie aufbringen, irgendwie Menschen, die am anderen Ende des Kabels sitzen, wieder als genau das, als Menschen aufzufassen und deren Befindlichkeiten und deren Ansichten zu reflektieren, bevor man die ganz große Keule rausholt und in alle Richtungen dort sich Entgleisungen leistet, die man nicht mehr wieder zurücknehmen kann. Wer einen ERFA kennt oder in so einem ERFA arbeitet und aktiv ist im Chaos Computer Club, der weiß, dass wir mit diesen ERFAs und mit diesen Anlaufstellen echt für Menschen, die vielleicht irgendwo anders in anderen Communities nicht angenommen werden, Zufluchtsorte bieten und denen da eine Möglichkeit geben,
ja, mit sich selbst und mit der Gesellschaft oder zumindest mit ihrer nahen Umgebung ins Reine zu kommen und irgendwie ihr Leben und ihr Potenzial zu verwirklichen. Und ich kriege echt das kalte Kotzen, wenn ich manchmal sehe, wie Teile dieser Community miteinander umgehen. Muss ich echt einfach mal sagen. Und gerade bei uns sollte man, gerade in unserer Community sollte man eigentlich eine Sensibilität dafür haben. Und damit seinen eingebildeten Fähigkeiten so umzugehen und irgendwie andere Menschen anzugreifen. Ich denke, da sind wir uns einig, dass das hier nichts verloren hat. Ich meine, ich glaube, die gute Nachricht. Ich glaube, die gute Nachricht ist vielleicht, obwohl die Debatte ein bisschen anders sicherlich im englischsprachigen Raum als in Deutschland ist, dass es überhaupt als Thema erkannt wird und mehr Leute auch darüber reden, warum es jetzt verändert hat und warum das auch so drastisch geworden ist und also warum der Ton da auch so entgleist. Ich glaube, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass man erstmal darüber spricht und das bemerkt und das nicht ein Non-Thema ist. Also klar, die Diskussionskultur innerhalb des Clubs und manchmal auch aus dem Club raus ist ja manchmal auch ein bisschen haarig und also ist ja intern nicht so anders, als es jetzt manchmal öffentlich ist, aber ich glaube, das ist ein Anfangspunkt, darüber zu streiten, dann sollten wir uns auch durchaus aktiv beteiligen, glaube ich. Ja, aber im vernünftigen Ton. Also ich meine, das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, so wäre, dass irgendwie so eine Spaltung stattfindet. In was denn? Will ich gar nicht erst drüber nachdenken. Okay. Gut, wir gehen mal zum nächsten Thema über. Wir haben den September. Der September. Die VG Media scheiterte mit ihrer Kartellbeschwerde gegen Google. Deutsche Provider, die von der NSA gehackt worden waren, wurden live vor Kamera damit konfrontiert. Das Video ist echt sehenswert. Solltet ihr euch nochmal ansehen, wenn ihr es verpasst habt. Erste Suchmaschinen haben die... Jetzt will ich Lese- und Rechtschreibschwäche sagen, aber es ist eigentlich das Leistungsschutzrecht, die Leistungsschutzrechtsverlage raus. Heiko Maas will, dass Google seinen Algorithmus offenlegt. Die paar Zeilen, die kann man ja mal kurz auf GitHub schieben. Ist offenbar aus seiner Sicht auch nur einer. Der erste BND-Mitarbeiter trat im Geheimdienstausschuss auf, hatte aber leider keine Aussagegenehmigung. Die Opposition hat sich entschieden, für eine Snowden-Vernehmung zu klagen. Und Günther Oettinger wird EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft. Yippie! Also es ist ja vollkommen klar, er hat es ja auch selber unumwunden zugegeben, dass er also so ungefähr der inkompetenteste Kandidat für diesen Posten war. Aber da wir ja seit langem wissen, dass inhaltliche Kompetenz hier keine Rolle spielt bei der Benennung, müssen wir ihn wohl akzeptieren. Er hat ja auch schon so ein paar echte Reißer abgelassen, seit er im Amt ist. Also da müssen wir wohl schauen, wie das Brüssel kommt. Klar ist natürlich, dass die Entscheidungen in Brüssel wichtiger werden. Für uns hier sieht man ja nicht nur an der Datenschutzgrundverordnung, sondern auch an vielen anderen Themen. Da müssen wir gut aufpassen, insbesondere auch bei Fragen des Urheberrechts. Also da hat er sich ja nur schon ein bisschen eingelassen. Mal gucken, was da so kommt. Ja, das ist unser neuer Spezialexperte in Brüssel. Gut aufpassen tun auch die Leute bei den Datenspuren. Das ist eine Veranstaltung des Chaos Computer Clubs Dresden. Da gibt es natürlich Free Hugs, Free Stickers und Free Admission. Ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Kann ich jedem nur nahelegen, da mal vorbeizukommen. Wird auch wieder nächstes Jahr stattfinden. Auf dieser wurde auch folgendes Projekt vorgestellt. Ah, das Klicken klappt auch super. Man sieht mal wieder, dass auch manche Probleme einfach aus der Hacker-Community gelöst werden. Hier ein Projekt PEP, das hat sich so ein bisschen zum Ziel gemacht, endlich dieses ganze Krypto-Zeug einfach zu machen. Und da haben sich ein paar Jungs aus dem Club-Umfeld so zusammen mal zusammengetan und das mal irgendwie gecodet und auch die Datenspuren sozusagen genutzt, um das Projekt einfach mal vorzustellen. Wir haben so ein Crowdfunding gemacht und also versucht, es ist ja durchaus manchmal so, dass im Club-Kontext sich auch so Initiativen bilden, die sich konkrete Projekte vornehmen und auch versuchen, da auch irgendeine wirtschaftliche Basis zu finden. Also das ist sicherlich kein CCC-Projekt, aber dennoch ist ziemlich begeistert aufgenommen worden, als es bei den Datenspuren vorgestellt wurde. Und technisch ist es sicherlich auch eine gute Idee. Definitiv.
So, die nächste Großbaustelle als Veranstaltung, nur im Motto, nicht in der Ausführung, ist die MAM-CDs. Die finden meistens im September in Darmstadt statt. Diesmal hatten wir so ein bisschen als Motto Großbaustelle IT-Sicherheit. Wir haben 300 Baustellenausweise verteilt, also es wurde jeder akkreditiert, weil Sicherheit geht natürlich vor. Wir hatten natürlich Räume mit dem Großbauprojekten BER und S21, damit man auch wie gewohnt aus der Presse erfahren kann, wo man hinzugehen hat. Wir hatten ungefähr 450 angemeldete Geräte am NOC und es wurden mehr Daten gesendet als empfangen. Das ist vielleicht ganz wichtig für die Ausschreibungsunterlagen. Und wichtig ist natürlich, dass wir uns auch um die wesentlichen Themen kümmern können, wie diskutieren und Vorträge halten, haben wir erst am Sonntag das Inhalt eingeschaltet, dass auch alle Beteiligten auch wirklich dabei sind. Das war Absicht. Das war selbstverständlich. So, wie geht's denn weiter im September? September ist immer sehr, sehr ereignisreich. Es gibt eine Veranstaltung in Köln, die nennt sich U23. Das sind sozusagen die Junghacker, die da mit Projekten sozusagen bespaßt werden. Ein großes Projekt dieses Jahr war auch wieder Thema Freifunk. Das hatten wir heute schon öfters. Da ging es darum, dass junge Hacker sozusagen in Köln, um Köln herum, ein freies WLAN-Netz aufgebaut haben. Und auch da sieht man in diesen Symbolbildern, muss auch mal ein Hacker in die Kirche gehen und da mal in den Kirchturm klettern und mal ein bisschen ja, Netz machen für die Gemeinde. Und es ist eine sehr, sehr schöne Aktion in Köln. Was haben wir noch? Es folgte der Oktober. Genau. Im Oktober wurde dann die Aktion Iconal bekannt, dass nämlich der BND am D6 dann doch irgendwie rumwirkt. FTDI hat Fälschungen seines Chips per Treiber-Update versucht kaputt zu machen. Und der EU-Kommissar Avramopoulos will die Vorratsdatenspeicherung nun doch zurückbringen. Danke. Ja, da freuen wir uns. Müssen wir halt mal gucken. Also wie gesagt, ich vermute, dass 2015 da schon nochmal ein Anlauf wahrscheinlich mit einem anderen Namen erfolgen wird. Wir müssen es halt im Auge haben. Also zumindest zwei Befürworter haben sich ja da schon relativ klar geoutet. Also die Wetten für den neuen Namen laufen noch, aber es wird wahrscheinlich sowas wie Mindestspeicherfrist oder Mindestspeicherung oder so. Ich meine, angemessene Mindestspeicherung oder sowas, ja. Apropos angemessene Mindestspeicherung, der CCC Aachen hat natürlich eine sehr, sehr coole Projektgeschichte umgesetzt. Es gibt sogenannte Sensoren, die jetzt, glaube ich, seit Mitte des Jahres Pflicht sind, in allen Neufahrzeugen verbaut zu werden, die nicht nur den Reifendruck messen und auslesen und an das Auto ausschicken, sondern auch es etwas weiter senden. Und da hat der CCC Aachen mit der Technologie mal sich intensiv und kritisch auseinandergesetzt und hat diverse Lücken in der Implementierung festgestellt. Diese natürlich dann mit selbstgebauter Hardware auch sozusagen funktional anders benutzt worden konnten und man konnte quasi aus sicherer Entfernung vorbeifahrenden Fahrzeugen in einer Demo-Umgebung natürlich abfallenden Reifendruck beibringen und man will sich gar nicht ausrechnen, was das alles so bedeuten kann. Sehr cooles Projekt, ist auch sehr gut dokumentiert. In Karlsruhe gab es ein Theaterstück, was sich mit Geheimdienstüberwachung auseinandergesetzt hat. Und die Entropia hat dann eine NSA-Timeline über mehrere Meter für das Badische Staatstheater angefertigt, was ich auch sehr schön fand. Naja, to be continued. Man muss das wahrscheinlich jetzt, muss man dann wohl fortsetzen. Da sieht man wieder ganz klar, Hacker sind auch Künstler. Dann hat der C3 Paderborn eine Veranstaltung ausgerichtet mit dem Titel Die Älteren erobern das Netz. Es war eine Lehrveranstaltung für bewusstes und sicheres Bewegen im Netz für Senioren, ausgerichtet zusammen mit der Computerbibliothek und dem Kommissariat Kriminalitätsvorbeugung und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Das finde ich deshalb erwähnenswert,
weil man uns jetzt nicht mehr unterstellen kann, dass wir nicht mit den Strafverfolgungsbehörden kooperieren. Das ist sozusagen das gesunde Gegenstück zu Chaos macht Schule. Ja, ich habe das auch in der Eröffnung schon erwähnt, dass wir den Generationen dort einfach deutlich besser die Hände reichen müssen, um die ins Netz zu bringen, weil man heutzutage Hilfe braucht, wenn man mit Computern nicht umgehen kann. Mhm. Naja, ihr kennt das ja alle von zu Hause, oder? Mhm. Na. Im Oktober fand in Hannover die Hackover statt. Ist ein Kongress in Klein, die haben sich auch, die haben es echt professionell aufgezogen, haben sich ein Frapp aufgesetzt, das unser Konferenzplanungswerkzeug ist. Die Aufzeichnung der Vorträge, über 30 Stück, gab es am Ende oder gibt es am Ende jetzt auf mediaccc.de zum für jeden angucken. Es kamen 250 Teilnehmer, damit war die Veranstaltung komplett ausverkauft, was ziemlich cool ist. Dort gab es, wie auf dem vorletzten Kongress und den letzten, gab es dann wie so Badges zum selber Bespielen mit Blinken und Firmware drauf. Was ich persönlich cool fand, dass da ein Demoszener diese Veranstaltung fast vollständig übernommen hat und dort stolz aus der Historie der Demoszene berichtet hat und sie da Hands-on-Workshops gemacht haben, wo sie dann versucht haben, mit LED-Installationen Demos in analog nachzustellen, was irgendwie ein total geiler Hack ist. Und das sind alle Notizen dazu. Damit sind wir beim Monat November. Da wurde bekannt, dass der BND Exploits kaufen möchte, um sie gegen seine Untersuchungsobjekte einzusetzen, statt sie zu veröffentlichen oder die Schwachstellen zu veröffentlichen und auf deren Schließung hinzuarbeiten. Die PKW-Maut soll 13 Monate lang Bewegungsprofile speichern. Der Freedom Act, die einzige gesetzliche Initiative als Reaktion auf den NSA-Skandal in den USA, scheiterte im Senat daran, 60 Stimmen für die Fortführung der Diskussion zu bekommen. Somit also keine Geheimdienstreformen in den USA. Erstmal. Dafür setzt sich Obama für Netzneutralität ein, hat aber eigentlich keine nennenswerten Mehrheiten mehr irgendwo und einen FCC-Chef, der die gegenteilige Position vertritt. WhatsApp implementiert End-to-End-Krypto und ist damit offiziell sicherer als D-Mail. Der nee, diese Welt ist so bizarr. Der BKA-Chef Zierke geht in den wohlverdienten Ruhestand, aber natürlich nicht ohne die Vorratsdatenspeicherungsdebatte noch einmal gemeinsam mit Innenminister de Maizière auf seiner Verabschiedung anzukurbeln. Herzlich willkommen im Amt, Holger Münch. Ja. Und der britische Pornofilter wird auf Terrorpropaganda ausgeweitet. Das spielt dann im nächsten Monat nochmal eine Rolle. Dann natürlich hier noch im Bild, Ungarn will Internet-Traffic besteuern, überlegt es sich dann aber relativ schnell wieder anders. Aber das ist bestimmt ein Vorschlag mit Zukunft. Den werden wir bestimmt öfter noch. Den werden andere aufgreifen. Internetsteuer, das klingt ja schon, das klingt das super. Bist du weit, oder? Ich wollte das so. Ah, super. Ja, diese Terrorfilter sind der wahrscheinliche Grund, warum der Chaos Computer Club in, mitten in der Vorverkaufsphase für diese Konferenz hier, Oh. Du hast die Reihenfolge nicht eingehalten. Da war ich nicht zu schnell. Ja, warst du zu schnell. Verstehe, nein, der BND hatte plötzlich so ein Problem, als er gehört hat und als öffentlich geworden ist, was die anderen Geheimdienste können. Da ging es bestimmt einen Raun durch die Abteilung. Hey, das wollen wir auch. Und ja, und haben sich dann irgendwie ganz dreist hingestellt, statt einfach mal darüber zu sinnieren, ob sie sich nicht mal selber auflösen wollen, haben sie gesagt, nö, wir wollen mehr Geld und wir wollen... nachdem wir mitbekommen haben, dass die Geheimdienste der Welt eh schon dafür sorgen, dass Computersysteme unsicherer werden, als es sein müsste, haben sie gesagt, wir wollen da mitspielen, wir wollen Geld zum Ankauf von O-Days haben, wir wollen die Möglichkeit haben, auf den Computern von Leuten, die ja verdächtig sind, rumzufuhrwerken, einfach ganz eindeutig auch ganz klarer Verletzung des Grundrechts, des IT-Grundrechts.
Und da dreisten sich dann nicht genau in der heißen Debatte mehr Mittel einzufordern, um Odes zu kaufen. Das da fehlten uns erst die Worte und dann haben wir uns doch hingesetzt, weil dieses Thema so wichtig ist, nochmal zu kommentieren, obwohl das eigentlich ein No-Brainer ist, dass das einfach eine dumme Idee ist. Aufgabe des Staates sollte es sein, die Rechner seiner Bürger auf jeden Fall so schnell wie möglich zu schützen, wenn ihnen eine Sicherheitslücke bekannt wird und nicht die irgendwo zu horten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass gerade der BND von allen Geheimdiensten diese Informationen sauber benutzen kann und dass die dann nicht irgendwie plötzlich noch wegkommt, das ist, ja, wie gesagt, mir fehlen die Worte. 4,5 Millionen Euro. 4,5 Millionen Euro sind dafür vorgesehen in dem beantragten Etat, in dem beantragten Budget. Aber die tatsächlichen Kosten sind natürlich noch sehr viel größer, weil was, glaube ich, wir immer wieder betonen müssen, ist, wenn man so ein Zero-Day kauft und das dann einsetzen möchte, heißt das, dass man nicht darauf hinwirkt, dass diese Sicherheitslücke von den Systemen verschwindet. Das heißt, der volkswirtschaftliche Preis oder der Preis, den wir dafür zahlen, ist ein sehr viel größerer, weil diese Sicherheitslücken nämlich weiter vorhanden bleiben werden und wir ihnen ausgesetzt sein werden. Also diese, was da bekannt wurde, war ja nur Teil einer größeren Wunschliste des BND, wo es also um technische Aufrüstung geht. Die gesamte Wunschliste ist quasi ein einziges, oh, wir haben jetzt durch Snowden gelernt, was die großen Jungs alle hat zum Spielen haben, das wollen wir auch haben. Inklusive bizarrer Details dazu, was sie halt im Bereich Biometrie tun wollen, also wo sie zum einen halt ihre eigenen Kapazitäten für biometrische Erfassung aufwerten wollen, also sprich alles, was sie an Fotos haben, biometrisch verwertbar machen wollen, Möglichkeiten zur Kameraerfassung von Gesichtern und so weiter ausweiten wollen, aber andererseits auch wieder üben wollen, wie man durch biometrische Erfassungssysteme durchkommt, damit sie wiederum ihre eigenen Agenten da durchbekommen. Also die ja, der BND ist da gerade offenbar noch im Weihnachtsmodus. Wäre das nicht eigentlich der perfekte Zeitpunkt, noch mal kurz über die Abschaffung zu reden? Dann machen wir halt bei der FIFCOM. Okay, dann fahren wir erstmal fort. Jo. Ja, der CCC ist ja nun mittlerweile schon ein relativ alter Verein. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen um unsere Geschichte kümmern. Also für die, die es nicht verstanden haben, die 31 vorne vor dem C3, ja, sagt, wie oft wir diese Veranstaltung schon machen. Und sie ist jährlich. Und dieses Jahr gab es eine Veranstaltung der Holland-Stiftung, die der CCC auch unterstützt hat, wo es darum ging, nochmal an den BTX-Hack zu erinnern, der im Wesentlichen ja dazu beigetragen hat, dass der CCC in Deutschland so bekannt wurde, mit den Protagonisten von damals quasi für uns historischen Gebäude, nämlich dem Berliner Kongresszentrum, wo die Kongresse waren, bevor wir hierher gegangen sind. Genau. Naja, wo wir bei Veranstaltungen sind, es fällt mir gerade kein gutes Adjektiv ein, wollen wir noch kurz über die Trollcon reden, die sich so herausgebildet hat. Ich glaube, die ist auch schon das dritte Mal stattgefunden. Die gehört zum Raumzeitlabor. Und hier werden unkonventionelle Methoden geehrt. Und der Gewinner dieses Jahr war die Aktion Rechts gegen Rechts in Wunsiedel, denn die hatten wer das jetzt nicht mitbekommen hat, die Nazis haben einen unfreiwilligen Spendenlauf für die Nazi-Aussteigerorganisation Exit quasi durchgeführt. Also das war der Trollcon diesen Preis wert. Ja, die wird es, wie ich hörte übrigens, ich darf ja nicht sagen wann, aber vermutlich wieder geben. Ja. Genau, gleichzeitig unterstützt hat der CCC auch mit quasi personeller, technischer Unterstützung. Also unser VOG hat die Aufzeichnung der FIFCON gemacht, aber auch die FIFCON ist im Prinzip die jährlich stattfindende Veranstaltung des Vereins FIF, nämlich Forum der Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Genau. Ich habe immer Probleme, genau. Ich habe auch geübt. Das ist toll, danke schön. Die Thematik
sieht man ja schon an dem Logo, der FIFCOM war sehr stark auf die Geheimdienste gerichtet, aber vor allen Dingen auf die Tatsache, unter den eigenen Teppich zu blicken. Also nicht so sehr oder jedenfalls nicht nur auf den NSA, GCS, HQ-Skandalblock, sondern eben auch die eigenen Geheimdienste inklusive ihrer Geschichte. Also die Videos sind durchaus sehr sehenswert. Wir hatten auch zwei Juristen dabei, die sich ein bisschen zu der Lage zum Bundesnachrichtendienst geäußert haben. Also es lohnt sich, die Videos bei MediaCCC runterzuladen. Ja, und wir bedanken uns natürlich irgendwie beim FIF für eine interessante Veranstaltung. Ich habe gerade es versäumt, den Mann des Monats November vorzustellen. Das war natürlich Herr Döpfner von der Axel Springer AG, der das Leistungsschutzrecht dann als den erfolgreichsten Misserfolg dargestellt hat, den das Unternehmen je hatte. Ich weiß nicht genau, was er damit meint, aber wir gratulieren ihm natürlich zu dem Erfolg, dass Springer jetzt bei den meisten Suchmaschinen ausgelistet ist. Wir kommen zum Monat Dezember, in dem das EU-Parlament dann eine kleine Initiative gut hieß, die lautete, man wolle doch jetzt gerne Google zerschlagen. Die Bundesregierung verweigerte eine Auskunft darüber, was die USA Snowden überhaupt vorwerfen. Das war eine Anfrage des NSA-Untersuchungsausschusses. Die wollten also quasi wissen, naja, wenn irgendwie ein Auslieferungsgesuch besteht, was werfen denn die USA Snowden überhaupt vor? Und Heiko Maas hat dann nach vielen Monaten, die er das hat liegen lassen, gesagt, ach, das ist doch für eure Aufgabenstellung als Geheimnisuntersuchungsausschuss eigentlich irrelevant. Insofern beantworten wir euch die Frage einfach nicht. Das IPT hat dann entschieden, dass der GCHQ nicht gegen Menschenrechte verstößt. Was aber keine so eine schlechte Nachricht ist, weil möglicherweise eben der IPT war dieses immer schon innerbritische Geheimgericht, was die Geheimdienste bewertet, was denen die Möglichkeit bringt und auch beschritten werden wird, mit weiteren Fällen nach Straßburg zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu ziehen. Also es ist keine, also es ist schon irgendwie eine schlechte Nachricht, wenn man sich schon irgendwie fragen muss, was dieses IPT da reitet angesichts der wochenlangen Veröffentlichungen, die ja den GCHQ auch sehr betreffen. Aber andererseits ist es juristisch natürlich eine Möglichkeit, den an die Eier zu, also die zur Rechenschaft zu ziehen. Und Angela Merkel verkündet bei einer Vodafone-Veranstaltung feierlich das Ende der Netzneutralität. Ach, uns Merkel. Und der Club stellt fest, jetzt bist du dran, Erdgeist. Dass der Club feststellt, das du stellst. Ach, jetzt darf ich. Ja, wir haben besorgte E-Mails bekommen von unseren Mitgliedern aus Großbritannien. Lustigerweise wollten die sich Tickets für diese Veranstaltung in dem Moment besorgen und haben dann mal bei ihren Freunden rumgefragt. Und es war tatsächlich so, dass aus Gründen, die uns nicht ganz klar sind, rund ab dem 25. November der Chaos Computer Club in UK auf der ursprünglich für ja Mauerblümchen-Pornografie Begrenzung etablierten Filter plötzlich auf der Liste gelandet sind. Und wir können uns das nur so erklären, dass im Nachgang diese Liste erweitert worden ist für Terrorpropaganda, dass sie irgendwo auf unseren Webseiten das Wort Terror entdeckt haben und nicht verstanden haben, was in welchem Kontext es da steht oder dass sie, weiß nicht, sich bedankt haben für unsere Klage vom IPT. Aber nach zwei Tagen waren wir bei einem von den Providern wieder ausgelistet und nach rund zweieinhalb Wochen bei den anderen beiden Providern, die unteren drei. Und das zeigt irgendwie sehr eindringlich, dass Zweifel dieses weit übers Ziel hinausschießen dazu führt, dass auch kritische Organisationen einfach mal so ohne wirkliche Möglichkeit, sich dagegen ernsthaft zu wehren. Wir haben es halt durch Zufall rausgefunden, aber wir hätten nicht die Gelegenheit gehabt, uns dagegen zu wehren, wenn das da wenn wir weiter auf der Liste geblieben wären. Man kann das allerdings systematisch checken, denn die Open Rights Group in Großbritannien hat ja diese Webseite blockt, COO, glaube ich. Oh,
Ich weiß jetzt gerade die Uhr nicht auswendig. Aber die findet man über die Open Rights Group, wo man auch Fälle, die man selber bemerkt, durchaus denen zur Kenntnis geben kann. Also die gibt ja eine Gegenwehr auch in Großbritannien und die half uns natürlich auch zu sehen, bei welchen Providern Mobil- und Festnetz wir eigentlich blockiert sind und welche Seiten vom TCC. Ma, das da ist ein Exponat, das hat... Das hat Konstanze. Ich mache etwas, worum Erdgeist mich gebeten hat. Jetzt. Wir haben nämlich die ein Lager in Berlin, in dem all die Sachen, die ihr hier auf einem Kongress und auf dem nächsten Kongress auch seht, die müssen ja über das Jahr irgendwo bleiben. Wir können es ja nicht im CCH lassen, die gucken dann komisch. Sondern wir fahren das schon wieder zurück nach Berlin, wo die Kongresse noch bis vor 3-4 Jahren stattgefunden haben. Und dieses Lager war dann irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr Sokobahn gespielt habt, aber dort an Kram ranzukommen, war schon mit Aufwand verbunden. Und irgendwann hat sich die GmbH, die diese Veranstaltung hier organisiert, ein Herz gefasst und neue, deutlich größere Räume angemietet. Und das da ist der Chaos Computer Club Berlin, so ein Viertel, dabei in den neuen Lagerräumlichkeiten, den ganzen Kram, den wir zu schade zum Wegwerfen finden, wieder einzulagern. Und das Pferd steht, glaube ich, noch im alten Lager. Das ist Ey, was? Echt? Ja. Ist unbeheizt, es friert, Konz. Es hat leider dann in den LKW nicht mehr mit reingepasst und wir müssen dann noch in einer neuen Aktion, also wir haben dieses Lager noch bis März, glaube ich, und können dann nochmal in einer Aktion den Rest hinterherfahren. Also es ist nicht nur so, dass die Hacker in Berlin an Rasterelektronenmikroskopen den ganzen Tag forschen dürfen, sondern da ist auch wirklich hands-on mit Hauruck-Aktionen dann mal. Oh, Hauruck. Nicht? Stimmt. In einer Hauruck-Aktion. Das da oben ist... So das Ergebnis, wenn ich jetzt mal gerade auf den Druckenknopf bei der Druckerei, die die Datenschleuder macht, dann kommt einfach 4 Tage später bei mir zu Hause so ein 2 große Euro-Paletten stehen vor der Tür, bing, bong, da. Hier mal, Tonne Papier. Das ist ja ungefähr eine Tonne Papier, die da dann stand und ich hatte dann plötzlich so ein Problem, das hatte ich die letzten Jahre nicht gehabt, dass das dann irgendwie zu euch muss. Und bevor zu euch muss es aber noch zu einer kooperierenden Behindertenschule, die bei uns die Eintütung vornimmt. Also die Tonne muss auch immer noch, was ist das, Kreuzberg, ne? Das wird in Kreuzberg noch mal vorbeigefahren. Das ist dann so von mir zu Hause im Norden, dann rund dann noch nach Kreuzberg und muss dann am Ende zur Post. Und ich hatte eigentlich schon aufgegeben gehabt, die ganze Logistik selber zu machen und wollte dann einfach der Post dort Geld in die Hand drücken, als dass die vorbeikommen, das abholen und dann auch wieder von der Schule abholen. Aber die bürokratischen Vorgänge dort sind einfach so undurchdringlich, dass selbst die Postmitarbeiterin, die mir das verkauft hat als Produkt, dann am Ende keinen Weg gefunden hat, mir wirklich einen LKW vorbeizuschicken, sodass dann dank Cebas, der sich das Herz gefasst hat, noch einen Lendex-Laster zu leihen, haben wir das dann geschafft, nach so knapp einer Woche, wo das Papier da rumstand, das dann final zu euch zu schicken. Und ich hoffe, das war eine schöne Vorkongress-Überraschung. Die ist natürlich auch hier erhältlich. Also wir freuen uns ja immer über den Zuwachs an Mitgliedern, aber an bestimmten Ecken der Clubarbeit wird es halt zum Problem. Andererseits haben wir uns gefreut, dass wir nach so vielen Jahren wieder eine Datenschleuder anbieten können. Definitiv, die wird jetzt auch wieder regelmäßiger kommen. Eine kleine Bitte an euch alle da draußen. Wir haben so ein kleines Problemchen. Es gibt Leute, die haben ihre Adresse bei uns nicht richtig gemeldet. Und dann gibt es ganz, ganz viele fleißige Heinzelmännchen, die bei uns in Mannheim sitzen, die dann die ganzen Datenschleuder nicht zuweisbar waren, eine Person wieder praktisch mitnehmen dürfen. Also Rückläufer, sag mal die Anzahl, Heckbeet, wie viele Rückläufer? Circa 400 Stück. Der rechte untere Bereich so. Genau, also es ist so der Bereich unten rechts in der Teilmenge und wir mussten jetzt unsere Postfachkapazitäten dadurch erhöhen. Uns wird es natürlich viel, viel mehr Spaß machen, wenn er einfach mal ans Office eine E-Mail schreibt und sagt, hallo, ich wohne jetzt hier und hier, bitte schickt mir in Zukunft dieses wahnsinnig tolle Magazin-Heft an die neue Adresse. Das wäre ganz, ganz toll und würde ganz, ganz viele Ressourcen schonen. Dankeschön.
Ja, und damit sind wir eigentlich auch am Ende des Jahres angelangt. Wir hatten, glaube ich, insgesamt ein ganz erfolgreiches Jahr, aber über viele Dinge ärgert man sich. Dennoch sind wir, glaube ich, alle ziemlich motiviert, die aktivistische Arbeit fortzusetzen. Und ich glaube, dieser Kongress, jedenfalls bei mir ist es so, motiviert mich natürlich sehr, aufgrund des Programms, aber auf der guten Stimmung, die hier herrscht und die vielen Aktivisten, die man dann wieder mal in Real Life trifft. So, ich denke, wir werden versuchen, die Arbeit fortzusetzen und hoffen natürlich und brauchen eure Unterstützung.